Das war erstmal so ein bisschen so die Grundidee, was es in diesem ER-Modell gibt. Entitäten, Relationen, Attribute. Jetzt gucken wir uns ein bisschen noch ein paar Sachen genauer an, die man dann tatsächlich braucht, um ein bisschen mehr zu modellieren, als nur irgendwas steht mit irgendwas in Beziehung. Als nächstes werden wir uns anschauen, was es für Beziehungstypen gibt. Das wird deswegen wichtig, weil wir uns fragen, bis jetzt war es immer so, es ist eine Teilmenge des Kreuzprodukts, möchte man das vielleicht manchmal noch ein bisschen einschränken und sagen, bestimmte Sachen müssen mit anderen in Beziehung stehen, also bestimmte Bedingungen noch damit verknüpfen. Wie würde man denn das in einem ER-Modell charakterisieren? Oder irgendwie bestimmte Sachen müssen mit mindestens drei anderen Entitätstypen in Beziehung stehen oder höchstens sieben oder so. Wie würde man denn sowas charakterisieren? Da kann man noch Notationen an die Beziehungstypen dranpacken. Danach schauen wir uns ein paar andere Sachen an, die im ER-Modell interessant sind, aber das passiert dann wahrscheinlich erst nächste Woche und auch mit den Beziehungstypen werden wir wahrscheinlich heute nicht mehr richtig fertig werden. Grundsätzlich haben wir gesagt, ich schreibe eine Beziehung im ER-Modell so auf, dass ich zwei rechteckige Boxen, eine ganz einfache eine binäre Beziehung, zwei rechteckige Boxen mit einer Rhombusbox verbinde. Die zwei rechteckigen waren die Entitäten. Diese Rhombusbox ist der Beziehungstyp. Wir hatten immer Es und Rs benutzt. Jetzt wollen wir noch so ein bisschen dran schauen, was könnte man hier noch dran schreiben an die Kanten, um zu sagen, irgendwas ist eine 1:1 Beziehung, also jedes Entity von der einen Seite steht mit irgendeinem von der anderen Seite in Verbindung oder irgendwas ist eine 1:n Beziehung, jedes Entity von der einen Seite steht mit mindestens oder höchstens so vielen auf der anderen Seite in Verbindung oder beliebig. Eins von der einen Seite kann mit beliebig vielen von der anderen Seite und umgedreht in Verbindung stehen, muss aber vielleicht auch nicht, also N:N. So etwas könnte man dran schreiben, indem man immer diese Farben benutzt, die hier vielleicht, wenn man rot-grün schwach ist, ich sage nochmal, also für mich sieht es so aus, ich bin auch rot-grün schwach, aber für mich sieht es so aus, als wäre das hier grün und das hier rot. Und das erste ist immer das Grüne und das zweite ist das Rote. Man würde also jetzt zum Beispiel sowas dran schreiben wie hier eine 1 und da eine 1, dann habe ich gesagt, es ist eine 1:1 Beziehung. Oder ich schreibe hier eine 1 dran und da einen N, dann habe ich gesagt, es ist eine 1:n-Beziehung oder eine N:n-Beziehung, je nachdem, was ich dran schreibe. Und das sind verschiedene Beziehungstypen, die mir aber helfen, konkrete Sachverhalte der realen Welt tatsächlich ordentlich zu modellieren. Also eine 1:1-Beziehung möchte ich sowas ausdrücken wie, wenn ich eine Entität, eine konkrete Instanz von Entity-Typ I1 habe, das ist dann höchstens eine andere Entität von einer anderen Instanz vom Entity-Typ E2 gibt, mit der ich in Beziehung stehe. Höchstens eine. Dann schreibe ich 1:1. Manchmal will ich auch noch sagen, dass es mindestens eine gibt. Das kriege ich mit der Notation aber nicht hin. 1:1 heißt erstmal höchstens eine. Ich muss aber vielleicht auch nicht mit dabei sein. 1:n bedeutet eben von der linken Seite, also wenn ich hier eine 1 hinschreibe und dann ein n, eben von der linken Seite können beliebig viele von der rechten zugeordnet sein. Und jeder von der rechten hat aber höchstens einen Partner auf der linken Seite. Könnten Beziehungen sein, die ich modellieren will. Und dann die allgemeinsten, da habe ich keine Restriktionen, da schreibe ich sowas wie N:m dran, also auf der einen Seite N, auf der anderen M. Und dann sage ich, jedes von der einen Seite kann mit beliebig vielen von der anderen Seite in Beziehung stehen. Manchmal hat man aber sowas, dass man sagt, es muss mindestens oder darf höchstens eins oder sowas sein, da helfen schon mal diese allerersten Notationen. Es wird noch eine zweite Notationsidee geben, zu der kommen wir wahrscheinlich erst nächste Woche, dass ich nicht nur eine 1 oder ein N oder ein M dran schreibe, sondern sowas wie von bis. Dass ich auf jede Seite schreibe sowas wie mindestens 3, höchstens 7. Das ist ein bisschen feingranularer. Aber meistens reicht erstmal so dieses Grobgranulare hier für zweistellige Beziehungen. Funktionalität bedeutet jetzt hier erstmal so eine Einschränkung. Ne? Funktionalität bedeutet jetzt nicht wie eben bei den Attributen, dass es Funktion ist, sondern Funktionalität bedeutet erstmal, es ist eine Einschränkung. 1:1 ist was anderes als N:n. Wenn ich sage 1:n, ne, ich will sowas wie N:1 haben, dann schreibe ich es halt andersrum dran. N:1 ist dasselbe wie 1:n, nur halt geflippt. Und ansonsten müsste ich ja bei zweistelligen Beziehungen, wir reden erstmal nur über die zweistelligen, über die anderen gucken wir dann später noch, muss ich ja immer irgendwie sagen, mit wie vielen möchte ich denn in Beziehung stehen, wenn ich sage, es ist mir egal, dann schreibe ich N:n drum. Was könnten Beispiele sein, so diese klassische nach zumindest europäischem Recht, Ehe zwischen Männern und Frauen, das wäre eine typische 1:1 Beziehung, ne? Man muss nicht verheiratet sein, aber wenn man es ist, dann mit nur genau einer anderen Person. Das wäre so das Klassische, was in Europa gilt. Wenn, dann höchstens
1, aber man ist nicht gezwungen zu heiraten. Oder sowas Klassisches, 1 zu N, Firmen und Mitarbeiter in den Firmen. Wenn man davon ausgeht, dass es keine Nebentätigkeiten gibt, dann darf jeder nur in einer Firma arbeiten, aber eine Firma kann beliebig viele Mitarbeiter haben, also so ein klassisches 1 zu N. Eine konkrete Firma, viele Mitarbeiter, ein konkreter Mitarbeiter, nicht viele Firmen, sondern genau in einer Firma. Oder sowas wie N zu M ist so vielleicht so das Klassische, Sie gehen zu Vorlesungen, ich halte Vorlesungen, Sie müssen nicht zu all meinen Vorlesungen kommen, ich muss nicht zu allen Ihren Vorlesungen der Professor sein. Also das wäre so ein klassisches N zu M-Ding. Diese Funktionalitäten sind in einer gewissen Art Integritätsbedingungen, die ich überprüfen muss und die ich jetzt, also das ist eine erste Art, neben Schlüsseln, dass ich Integritätsbedingungen in diesem Modell, in dem OER-Modell klar machen kann. Schlüssel ist eine Art von Integritätsbedingungen, dass ich halt sage, keine zwei Entitäten werden denselben Attributwert auf diesen Schlüsselwerten haben. Das kann ich benutzen, um zwischen verschiedenen Tabellen dann am Ende Beziehungen herzustellen. Diese Charakteristiken von oder diese Funktionalität, Kardinalität der Beziehung ist eine andere Art von Integritätsbedingungen, dass ich sage, ich möchte sicherstellen, dass jede Person, die ich in meiner Datenbank habe, in höchstens einer Firma arbeitet. Dann schreibe ich das dran. Vorteil ist, ich muss das jetzt nicht mehr als Satz irgendwo daneben schreiben, sondern ich schreibe es einfach hier an diese Kante dran und sage, das ist eine 1 zu N Kante. Binär funktioniert das auch alles ganz gut. Binär kann man auch mal drüber nachdenken, dass es eine Umkehrung gibt. Also wenn ich zum Beispiel sage, irgendjemand ist verheiratet mit irgendwem und ich habe so dieses zwischen Männern und Frauen denken, dann würde man sagen, okay, ich könnte sagen, die eine Richtung ist Ehemann sein von, die Rückrichtung ist dann Ehefrau sein von oder so. Also man kann so klassisch diese binären Sachen auch einfach immer umdrehen eigentlich. Bei einer 1 zu N Beziehung ist es so, dass ich aber eher eine konkrete Richtung habe, wenn ich wieder diese Funktionsdenkweise habe. Nicht jetzt die Funktionsdenkweise von Attributen, sondern mathematische Funktionsdenkweise, dann würde ich sagen, sowas wie diese Beschäftigtsein-Relation zwischen Personen und Firmen, die bildet ab von Personen auf Firmen. Also jede Person hat eine Firma oder keine, aber nicht mehr. Also bilde ich auf die Firmen ab. Frage? Ja, hier in dem Beispiel hatte ich ja gesagt, das gibt es nicht, ohne Nebentätigkeit. Hat mir die Welt einfach gemacht. Ja. Die Frage war, was passiert, wenn jemand mehrere Jobs hat? Genau, das habe ich hier verboten auf der Folie, weil ich das nicht wollte, weil es alles komplexer macht. Aber in der realen Welt müsste man sowas sagen wie, man kann beliebig viele Jobs haben, also so wahrscheinlich N zu M. Nächste Frage? Eins zu N ist nur in eine Richtung eine Funktion. Eins zu eins kann ich flippen. Eins zu eins, also wenn ich sage, ich stehe mit höchstens einem anderen Entität von dem anderen Typ, dann kann ich die Rolle tauschen. Dann kann ich sowas sagen wie verheiratet, das kann ich so sehen als irgendwer ist Ehemann, irgendwer ist Ehefrau oder so, wenn ich diese klassische Mann-Frau-Ehe nur ansehe. Bei eins zu N habe ich auch noch diese Abbildung auf das Ding, wo die Eins dran steht. Bei N zu M habe ich das nicht. Bei N zu M habe ich diese klassische Denke nicht mehr, dass ich sage, es ist irgendwie eine Funktion oder so. Es ist halt beliebig. Ja, aber deswegen hatte ich hier extra ohne Nebentätigkeit hingeschrieben, damit diese Frage nicht. Oder wenn Sie die Frage stellen, das ist halt ein kleiner Ausschnitt der realen Welt, wo ich Nebentätigkeiten verbiete. Okay, an der Stelle würden wir uns vertagen auf nächste Woche. Denken Sie dran, diese Woche ist, glaube ich, das erste Mal Übungen, wo Sie ein Übungsblatt besprechen. Nächste Woche dann wieder Tutorium, dann wieder Übungsblattbesprechung und so weiter. Also wenn Sie irgendwas haben, was Sie mich nicht fragen wollen, fragen Sie gerne den Herrn Fröbe in den Übungen. Morgen und übermorgen sind wieder Übungen. Bis nächste Woche. Gut, ungefähr an der Stelle hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben. Ich mache nochmal so die letzten ein, zwei Folien, die wir davor hatten. Wir hatten uns im Bereich der Modellierung, Konzeptentwurf von der Datenbank mit ER-Modellen beschäftigt, also Entity Relationship, und waren dann zum Schluss letzte Woche dazu gekommen, dass wir uns gefragt haben, solche Beziehungen zwischen Entitäten, was kann man da noch so darüber aussagen, wenn man dran schreiben würde, mit wie vielen anderen Entitäten irgendwer in Verbindung steht. Das hat man dann Kardinalitäten genannt oder Funktionalitäten. Und da gibt es einen ersten Formalismus, der sowas wie 1 zu N ist, beziehungsweise N zu N.
Dann hat man gesagt, eine 1:1 Beziehung heißt, jede Entität von der einen Seite kann höchstens mit einer von der anderen in Verbindung stehen. 1:n bedeutet, jede von der einen Seite mit beliebig vielen von der N-Seite und umgedreht aber jede von der N-Seite nur mit einer höchstens von der anderen Seite. Und N:m dann quasi ohne Beschränkungen beliebig viel mit beliebig viel. Dann hatten wir uns zuletzt Beispiele angeschaut, also sowas wie die klassische Mann-Frau-Ehe nach europäischem Recht wäre typischerweise 1:1, weil man nur mit einer Person verheiratet sein darf. 1:n hatten wir sowas gesagt wie Beschäftigung in Firmen, wenn es keine Nebenverdienste oder Nebentätigkeiten erlaubt gibt. Und N:m sowas wie Universität mit Sie besuchen Vorlesungen und irgendjemand hält Vorlesungen. Sie besuchen mehrere Vorlesungen, die Dozenten halten mehrere Vorlesungen, aber sie müssen nicht irgendwie die von einem Dozenten alle besuchen oder umgedreht. Ein Dozent muss nicht alle Vorlesungen halten, die sie besuchen. Das ist schon ein relativ mächtiges Werkzeug, diese Kardinalitäten dran zu schreiben, beziehungsweise Funktionalitäten, wenn wir es jetzt hier nennen. Warum nennen wir das Funktionalitäten? Naja, weil es manche davon gibt, die tatsächlich genau wie eine Funktion 1 aussehen, nämlich die, wo eine 1 auf einer Seite steht. Also im Prinzip sind es Integritätsbedingungen. Ich erinnere nochmal daran, was sollten die Integritätsbedingungen aussagen, dass irgendwie Sachen in Ordnung sind, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Also eine Integritätsbedingung für eine Datenbank sagt, wenn diese Bedingung erfüllt ist und die anderen Integritätsbedingungen auch, dann sagen wir, die Datenbank ist in Ordnung, integer. Funktionalitäten sind jetzt eine Art, Integritätsbedingungen auszudrücken, indem man sagt, naja, irgendwer darf nur mit höchstens einem anderen in einer bestimmten Beziehung stehen. Also eine Art, sowas auszudrücken, was in der Datenbank dann am Ende in der modellierten Welt erlaubt sein soll. Warum nennen wir es Funktionalitäten? Ja, weil die mit einer 1 auf einer Seite, hatte ich schon gesagt, im Prinzip partielle Funktionen sind. Also sowas wie von IE1, einem Entity-Typ 1 auf einen Entity-Typ 2 und dann kann man das, wenn es eine 1:1-Geschichte ist, auch immer noch umkehren. Wenn es eine 1:1-Beziehung ist, dann kann man diese Funktionalität, diese Partielle dann auch umkehren und sagen, okay, ich gehe über die andere Kante, über den Rückweg sozusagen. Also typisches Beispiel, wenn man verheiratet ist, klassisches Eheszenario Mann und Frau, dann kann man das auch umdrehen. Der eine ist halt der Ehemann von der Frau und umgedreht die Ehefrau vom Mann. Also diese Funktionalität, die dann 1:1 ist, die kann man in beide Richtungen lesen, typischerweise dann mit einer anderen Rollenverteilung. Bei einer 1:n-Beziehung ist die Richtung dann immer zwingend hin zu dem 1-Entity. Also ich sage jetzt 1-Entity, das ist das, wo die 1 dran steht. Also sowas wie Beschäftigen, Personen können quasi, wenn ich die Nebentätigkeiten verbiete, nur in höchstens einer Firma arbeiten, müssen nicht, aber wenn, dann höchstens in einer, dann kann ich die aber nicht umdrehen, weil von der Firma kann ich nicht funktional auf die Mitarbeitenden zugreifen. Da gibt es ja womöglich viele. Wenn alles nur Ein-Personen-Firmen sind, dann ginge die Rückrichtung auch, aber in der klassischen Welt hat eine Firma mehrere Mitarbeiter, nicht nur einen. Wenn man sich das Ganze nochmal grafisch veranschaulicht, nochmal diesen Funktionsbegriff sieht man dann da auch so ein bisschen, in welche Richtung der eben geht. Also ich habe jetzt hier Zustände charakterisiert durch Quadrate in verschiedenen Farben. Den Zustand für Entity Typ 1, also durch 5 grüne und den für Entity Typ 2 durch 5 orange-rote. Bei einem 1:1 sind also solche Kanten nur erlaubt, die quasi genau 2 dann verbinden und von jedem und auf jedes darf höchstens eine Kante gehen. Es gibt aber auch Beteiligte hier, die an keiner Kante dran stehen. Also hier zum Beispiel auf der rechten Seite diese Box und auf der linken Seite diese Box. Das bedeutet 1:1, also maximal mit einer anderen Entität in Beziehung zu stehen. Über das Minimum wurde da nichts gesagt. Also Minimum ist immer implizit 0. 1:n dann entsprechend auf der linken Seite habe ich irgendwie mehrere Kanten, die rausgehen können, und auf der rechten Seite dann aber nur eine jeweils, die ankommt. Umgedreht, n:1, habe ich auf der linken Seite immer nur eine Kante, die ankommt, aber auf der rechten können mehrere ankommen oder rausgehen, je nachdem, wie man es lesen will. Und bei n:m quasi beliebig, wobei in allen Szenarien immer erlaubt ist, dass es Boxen gibt, also hier zum Beispiel diese oder diese oder hier auch die und die, an denen keine Kanten ankommen oder hier diese 3. Also immer erlaubt, dass ich 0 mal an so einer Beziehung beteiligt bin als Entity.
als konkrete Instanz von diesem Entity-Typ in einem bestimmten Zustand, der dann erlaubt sein soll. Alternativ, um das ein bisschen anzudeuten, dass das quasi funktional ist, kann man auch diese 1 zu 1 oder n zu 1 Beziehungen mit so einem Pfeil charakterisieren. Das Problem, wenn man die Pfeilnotation benutzt, ist dann welches? Sehen Sie irgendein Problem? Wenn man genau hinschaut. Also es ist eine Vereinbarung, dass es okay ist, den Pfeil zu benutzen, aber was würde man dann nicht mehr sehen, wenn man diesen Pfeil benutzt? Ja? Sie sagen, dass es nicht in die Rückrichtung geht, okay. In gewisser Weise deute ich mit dem Pfeil an, dass es nur in die eine Richtung geht. Also die Konvention ist halt, dass es nichts gibt, was in beide Richtungen geht. Dann habe ich automatisch die Rückrichtung sozusagen ausgeschlossen, aber Sie meinen vielleicht das Richtige. Bei 1 zu 1 gäbe es ja die Rückrichtung, meinen Sie das? Ja. Genau, also Sie meinen, dass ich jetzt zwischen den Zweien, die da oben stehen, nicht mehr unterscheiden kann. Ich habe eine Notation für zwei verschiedene Sachverhalte und ich kann jetzt nicht mehr dazwischen unterscheiden, dass ich bei 1 zu 1 auch quasi die Funktionalität andersrum hätte. Genau, das haben Sie gemeint, okay. Genau, also ich habe oben zwei verschiedene Sachverhalte und unten nur eine Art, das zu notieren. Wenn ich keine Kardinalität mehr dran schreibe, dann habe ich also Informationsverlust beim Modellieren. Ich kann jetzt nicht mehr zwischen 1 zu 1 und n zu 1 unterscheiden. Aber diese Konvention, die hat sich irgendwie eingebürgert. Trotzdem für diese pseudofunktionalen Zusammenhänge dann diese, also nicht pseudo, für diese funktionalen Zusammenhänge solche Kurzschreibweise mit diesem Pfeil anzudeuten, und zwar auf dieses 1-Entity dann. Also auf den Entity-Typ, der die 1-Kardinalität hat. Bei dem anderen habe ich dann eben gegebenenfalls die Kardinalität nicht mehr dranstehen, wenn ich es unterdrücke, und habe damit nur gemeint, oh, es könnte 1 zu 1 oder n zu 1 sein. Okay. Das Ganze kann man noch erweitern. Nur binär wäre ja vielleicht zu wenig. Können wir uns nachher nochmal drüber unterhalten. Also wenn man jetzt eine reale Welt modellieren will, könnte es sein, dass man manchmal auch 3 Entity-Typen in einer Beziehung zusammenfassen will oder mehr. Dafür gibt es natürlich dann auch die Entsprechung, dass ich einfach sagen kann, es hängen mehrere an einem Beziehungstyp dran. Also der Beziehungstyp R hier und dann gibt es hier N, wenn das Ding n-stellig sein soll. Das soll jetzt nicht das N sein, was ich als Kardinalität, als Funktionalität dran schreibe, sondern ein anderes N. Verwechselt man hoffentlich an der Stelle nicht. Ich habe also eine n-stellige und einer davon ist mindestens nur 1, dann habe ich trotzdem einen funktionalen Zusammenhang. Das ist also die Erweiterung von dem, was wir hier hatten. Da ist es ein binärer Beziehungstyp oder ein zweistelliger Beziehungstyp. Hier habe ich dann einen n-stelligen Beziehungstyp, aber wenn einer davon mindestens eine 1 als Kardinalität bekommen würde in der Modellierung, dann habe ich trotzdem einen funktionalen Zusammenhang. In dem Fall dann aber eben von den n-1 anderen, nicht dieser einen ausgezeichneten mit der 1-Kardinalität, auf diesen einen. Also von dem Kreuzprodukt der anderen auf diesen einen. Das heißt, wenn man das funktional anschauen würde, hätte man sowas wie der Bildbereich, also auf den abgebildet wird, ist dann einer von diesen Entity-Typen mit einer 1 und der U-Bildbereich sind alle anderen, also die, von denen aus abgebildet wird, als Kreuzprodukt aufgefasst. Und dann habe ich quasi wieder so eine Analogie zu eben, eigentlich habe ich zwei Sachen, das Kreuzprodukt von allen anderen und diesen Bildbereich, also im Prinzip so eine Art binären Zusammenhang, den ich jetzt ein bisschen erweitert habe, auf n-stellige. Wichtig dabei, wir haben jetzt nur die angeschaut, wo mindestens einer eine 1-Kardinalität bekommt. Dann habe ich so einen funktionalen Zusammenhang. Wenn da keiner eine 1 bekommt, dann ist es halt einfach ein Kreuzprodukt und damit dann eher weniger interessant in dem Sinne der funktionalen Zusammenhänge. Wenn man sich ein Beispiel anschauen wollte hierfür, könnte man vielleicht sowas machen wie, sehen Sie einen Schwamm? Sehr feinfühliges Mikrofon, oder? Sie hören, wenn ich wische. Das ist interessant. Kann ich das hier weniger aggressiv einstellen? Ich glaube, ich kann es nur leiser machen. Hören Sie mich trotzdem noch hinten? Okay, mal sehen, ob Sie das Wischen immer noch hören. So, und jetzt habe ich beim letzten Mal nicht dran gedacht. Ich glaube, ich kann die Kameraposition auf die Tafel hinter dem Pult setzen. Okay, vielleicht sehen Sie dann noch in der Aufzeichnung, was ich dran schreibe. Also man könnte sich sowas vorstellen wie, keine Ahnung, ein Kind und irgendwie Mann, Frau,
Und vielleicht, wenn man so ein klassisches, ach ja, das war das mit dem. Vielleicht will man so ein klassisches Familienszenario andeuten. Nicht, weil ich nur das gut finde, sondern einfach, weil es damit gut mal zu modellieren gilt. Also irgendwie drei Entity-Typen. Alles sind irgendwie Personen, aber ich habe es jetzt mal als drei verschiedene modelliert. So, machen noch Boxen drum. Und vielleicht sowas wie, die bilden zusammen eine Familie. Sagen wir mal, ganz langweilig Familie bilden als Beziehungstyp. Alle drei müssen daran beteiligt sein. Jetzt könnte man sich überlegen, was sind die Kardinalitäten? Also, wenn es eine Familie bilden soll, braucht man wahrscheinlich mindestens einen Vater und eine Mutter. Also sowas wie, hier in dem Zusammenhang sind wir noch nicht so weit, kommen wir nachher zu. Vielleicht sowas wie eine Eins und hier auch eine Eins. Und die Frage ist jetzt, wie viele Kinder kann eine Familie haben? Wahrscheinlich beliebig viel. Also würde ich hier wahrscheinlich sowas wie ein N dran schreiben. Und wenn man sich jetzt fragt, was es für funktionale Zusammenhänge hier gibt, also welches sind hier die Funktionen, würde man wahrscheinlich sagen, naja, sowas wie Mann und Kind bilden eindeutig auf eine Mutter ab und Frau, ach nee, nicht Mutter. Also eigentlich meine ich die Mutter, aber wahrscheinlich auch eine Frau. In dem Zusammenhang nicht so genannt. Und Frau und Kind ist wahrscheinlich auch funktional auf den Vater, in dem Fall Mann. Aber wenn ich jetzt Mann und Frau zusammen auf die linke Seite schreibe, würde man wahrscheinlich feststellen, dass es keinen funktionalen Zusammenhang mehr gibt. Weil die gegebenenfalls mehrere Kinder haben könnten. Also der hier ist dann nicht da. Das heißt, es muss nicht immer alles funktional sein, gerade wenn ich sowas, in dem Fall hier Ternäres habe oder so, könnte man sagen, dass in dem Zusammenhang hier zwei funktionale Zusammenhänge gelten, aber der dritte, den es vielleicht auch geben könnte, nicht. Weil hier ein N dran steht und ich also nicht eindeutig bin. Insgesamt sieht man also, durch diese Kardinalitäten kann ich irgendwie so ein bisschen angeben, was in der realen Welt gilt oder gelten soll in dem Ausschnitt, den ich modelliere. Und mit diesen Kardinalitäten kann ich also auch diese Zusammenhänge dann versuchen abzubilden. Relativ einfacher. Also das, was ich hier nicht sagen kann, ist beispielsweise, vielleicht gäbe es sowas wie, keine Familie hat mehr als 10 Kinder oder sowas. Das könnte ich hier tatsächlich nicht abbilden, in dieser Art, diese Funktionalität mit einer Kardinalität zu versehen, weil ich einfach sage, n oder 1 kann ich hinschreiben oder n zu m. Aber ich kann nicht sagen, wie groß das n oder m tatsächlich werden. Und ich kann auch nicht sowas sagen wie mindestens 1, weil ja die 1 im Prinzip heißt, könnte auch gar nicht dabei sein. Also ist noch nicht ganz so mächtig. Werden wir nachher noch was sehen, wo das vielleicht noch ein bisschen besser geht. Aber im Grunde ist die Idee, sobald ich so eine 1-Entity-Typen dabei habe, also wo eine 1 dran steht, dann habe ich so einen funktionalen Zusammenhang. Wir hatten ja auch schon immer gesagt, im Prinzip sind solche Relationen für uns Funktionen. Das, was man aber dabei beachten muss, ist, wenn man sowas Mehrstelliges hat, kann man das nicht unbedingt sinnerhaltend durch nur binäre Beziehungen darstellen. Also sowas hier, Kind, Mann, Frau, könnte man ja auch sagen, okay, irgendwie ein Kind hat einen Vater, ein Kind hat eine Mutter und irgendwie Vater und Mutter könnten irgendwie zusammen verheiratet sein beispielsweise. Man könnte da Beziehungen zwischen diesen einzelnen Entitäten, die nur zweistellig sind, versuchen anzugeben. Das geht nicht immer sinnerhaltend, steht im Prinzip hier ganz grob in dem letzten Beispiel drin. Könnten wir uns eins anschauen, vielleicht ein kleines, wo es tatsächlich zu sehen ist, dass man leicht sieht, dass es nicht unbedingt gelten muss. Also gucken wir uns mal einen konkreten Zustand. Ich schreibe mal einen kleinen Buchstaben hin, einer Beziehung an und sowas wie A1, B1, C1 ist vielleicht das erste Tupel. Also ich will was Ternäres haben, damit es jetzt nicht ganz so kompliziert wird. Und
Dann brauche ich mal meinen Stichwortzettel. Wahrscheinlich habe ich dann noch, ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Sowas wie A2, das sollen jetzt immer Entitäten sein. Ich habe die einfach mal mit kleinen Buchstaben durchnummeriert. Kommt man ein bisschen besser zurecht. So, und jetzt brauche ich noch ein Tupel, was mir sagt, wahrscheinlich ist es sowas wie A1, B1, C2 oder so. Oder A2. Nee, A1, B2, C2, probieren wir es mal damit. Wenn das meine Relation ist und ich frage mich jetzt, welche funktionalen Zusammenhänge gelten denn hier überhaupt? Zweistellige. Naja, Kandidaten wären also sowas wie, ich schreibe mir jetzt Großbuchstaben hin, als funktionalen Zusammenhang A nach B, A nach C, B nach A oder B nach C. Und dann hätte ich auch noch C nach A oder C nach B. So, und wenn man jetzt genau drauf schaut auf diesen Zustand von dieser Relation klein r und sich fragt, welche davon gelten, dann würde man so vielleicht anfangen und sagen, überprüfen wir mal A nach B. Also A1 steht mit B1 im Zusammenhang, okay. A2 mit B2, okay, noch kein Widerspruch, aber hier hinten steht auch nochmal A1 und B2. Also das hier soll eine 2 sein. Das heißt, A1 steht mit B1 und mit B2 im Zusammenhang, ist also keine Funktion, bildet nicht auf höchstens 1 ab. Also den hier können wir schon mal rausstreichen, gilt nicht. A nach C können wir als nächstes überprüfen, haben wir hier A1, C1 ist okay, A2, C2 ist okay, aber jetzt habe ich hier A1 und C2, selbes Problem wie bei B. A1 im Zusammenhang mit B1, aber auch, mit C1, aber auch im Zusammenhang mit C2. Also gilt diese Funktionenabhängigkeit hier auch nicht. Gucken wir uns noch B nach A an, umgedreht, also B1 mit A1, okay. B2 mit A2 passt auch, aber B2 auch nochmal mit A1, die beiden widersprechen also diesem funktionalen Zusammenhang hier, gilt auch nicht. B nach C können ein Kandidat sein, B1, C1, okay. B2, C2 auch okay. Und jetzt brauche ich hier womöglich doch B1. Wenn ich da B1 mache, ist es nicht mehr okay, dann müssen wir nochmal die anderen überprüfen. A1, B1. Okay, ich hatte gerade das Problem, müssen wir nochmal vorne anfangen. Ich hoffe, dass ich es hinkriege, dass es nicht gilt. Ansonsten muss ich auf meinen schlauen Zettel schauen. Also A1, B1, Widerspruch kriege ich hier hinten über das A2, B1 und B2 hin. Also das hier gilt immer noch nicht. A1, C1, A2, C2, A2, C2, ach, was ist denn da das Problem? Ich frage mal meinen schlauen Zettel. Vielleicht habe ich mich da auch verschrieben. Ah, ich habe mich an einer Stelle verschrieben. So, wir fangen nochmal von vorne an. A2, B1, C2. Okay. So, fangen wir nochmal von vorne an. Im Prinzip soll das ein Beispiel sein, es ist gar nicht so leicht, offenbar das einfach mal eben zu konstruieren, was keinen dieser funktionalen Zusammenhänge enthält. A1, B1 ist okay, A1, B2 Widerspruch zu diesem funktionalen Zusammenhang. Es dürfte immer nur von einem hier ein anderes auf der Gegenseite geben, hier gibt es dann 2. A1 und C1, A1 und C2, auch direkt der Widerspruch zwischen den ersten beiden Paaren. Drehen wir es wieder um, B1 nach A1 und hier hinten B1 nach A2, passt also auch nicht. B und C, B1 nach C1, B1 nach C2, passt auch wieder nicht. Also weg. Haben wir noch zwei Kandidaten für funktionale Zusammenhänge, die gelten könnten. C nach A, C1 und A1 ist nicht schlimm. C2 nach A1 und C2 nach A2 ist aber schlimm. Funktioniert nicht. Und C nach B,
C1 nach B1 ist nicht schlimm, aber C2 nach B2 und C2 nach B1 ist schlimm. Also man muss das quasi so durchrotieren. Keiner der Zusammenhänge gilt. Trotzdem, Frage gleich, trotzdem gelten diese Zusammenhänge, die man eigentlich braucht, AB nach C, AC nach B und BC nach A. So, Sie haben eine Frage? Ja, die habe ich schon wieder vergessen, die erste Variante, ja. Ja, okay. Genau, also das, was wir eigentlich vielleicht als erstes hätten überprüfen sollen, aus didaktischen Gründen, ist, ob das hier gilt. Bei einer 1:1:1 ternären Beziehung müssen die drei funktionalen Zusammenhänge gelten. Und jetzt gucken wir mal, ob die gelten. A1, B1 zusammen ist klar, gibt es nicht nochmal. Also funktioniert auf C egal. A1, B2 gibt es auch nicht nochmal. A2, B1, also das hier ist okay. A und C, A1 und C1 gibt es nicht nochmal. A1 und C2 gibt es auch nicht nochmal. A2 und C2 gibt es auch nicht nochmal. Also ist auch dieser Zusammenhang hier okay. Gibt es jeweils nur einmal. Und BCA, B1, C1 gibt es nicht nochmal. B2, C2 gibt es nicht nochmal. Und B1 und C2 gibt es auch nicht nochmal. Also ist der hier auch okay. Das sind die drei funktionalen Zusammenhänge, die bei einer ternären 1:1:1 Beziehung gelten müssen. Und das, was ich eigentlich zeigen wollte, ist, dass man das nicht funktionserhalten, also ich kann überhaupt keine Binären angeben, die genau dazu führen. Weil hier in dem Beispiel, ich glaube, es ist ein minimales Beispiel, weniger Tupel werden nicht gehen, in dem Beispiel hier habe ich gesehen, keine der binären Funktionalitäten gilt überhaupt. Man könnte ja jetzt erwarten, 1:1:1 in ternär bedeutet, dass ich irgendwie 1:1 binäre Abbildungen habe, die dasselbe bedeuten. Geht aber nicht. In dem Beispiel hier könnte man es versuchen zu sehen. Und wenn jetzt hier A2, B2, C2 steht, da hat irgendeine von denen hier nicht geklappt und man müsste sich nochmal fragen, ja, das hat aber wahrscheinlich keinen Einfluss auf die hier. Das Einzige, was ich geändert habe, ist A2, also die drei würden auch wieder gelten. Und wenn ich also das jetzt so als Variante 2 mal kennzeichne, das hier ist Variante 1, bei Variante 1 hatten wir diese funktionalen Zusammenhänge, bei Variante 2 müsste man nochmal schauen, A1, B1, A1 auf B1 ist okay, A2 auf B2 ist okay, A2 auf B1 ist okay, also da würde zum Beispiel schon wohl dieser Zusammenhang hier gelten, A nach B. Hier hinten nicht, bei A2, B2 und A2, B1 gilt der nicht. Okay, gucken wir uns A nach C an. A1 bildet ab auf C1, das allein ist noch okay. A2 bildet ab auf C2, ist auch okay. A2 bildet ab auf C2 nochmal, ist auch okay, ist nicht schlimm. Also hier würde zum Beispiel dieser funktionale Zusammenhang dann auch gelten. Das heißt, man würde jetzt wahrscheinlich ein Beispiel finden, wenn wir diese Variante 2 anschauen, wo ein paar funktionale Zusammenhänge gelten. B nach A, B1 auf A1 und B2 auf A2 gilt also nicht. B nach C, B1 auf C1, okay, B2 auf C2, okay, aber B1 auf C2 nicht okay, weil ich hier einmal auf C1 und einmal auf C2 gehe, kein funktionaler Zusammenhang. C nach A, C1 auf A1, hier habe ich C2, also erstmal okay, und hier habe ich aber C2 auf A2, C2 auf A2, also auch okay. Und jetzt noch die Frage C nach B. C1 auf B1, okay. C2 auf B2, okay. Aber C2 auf B1 und C2 auf B2 sind dann nicht okay. Also hätte ich jetzt hier zwei binäre funktionale Beziehungen, die gelten würden. A nach C und C nach A in dieser Variante 2, die ich zuerst aus Versehen hingeschrieben hatte mit diesem Triple A2, B2, C2. Man kann versuchen, solche ternären Beziehungen zu modellieren, die null
hat man gesehen, 2, 4 oder 6 oder beliebig viele sozusagen. Ja, nicht beliebig viele. Kurze Rückfrage, wie viele binäre Beziehungen gibt es denn überhaupt für eine Ternäre? Wie viele kann es geben von diesen funktionalen Zusammenhängen? Ich habe jetzt hier mal einfach nur 6 hingeschrieben. Stimmt das überhaupt? Ja? Ja, na, das hier sind ja, das ist keine binäre. Das ist ja von 2 auf 1. Das ist keine binäre. Die binären funktionalen Zusammenhänge, da steht 1 links und 1 rechts. Ach so, okay. Ja. Ja, okay. Können Sie die Frage nochmal wiederholen? Wir überprüfen was? Ja, wenn da steht A nach B. Das hier ist die konkrete Relationinstanz, bei der ich behaupte, die ist eine ternäre 1 zu 1 zu 1. Um das zu überprüfen, haben wir geschaut, ob das hier jeweils gilt. Das sind die 3 Zusammenhänge, die 1 zu 1 zu 1 bedeutet, ternär. Und die Behauptung ist jetzt, dass das hier eine Relation ist, bei der überhaupt kein binärer 1 zu 1 Zusammenhang gilt. Obwohl sie ternär 1 zu 1 zu 1 ist. Also wenn ich alle 3 zusammen anschaue, dann weiß ich, es ist 1 zu 1 zu 1. Und jetzt könnte man ja denken, okay, dann nehme ich es halt in 3 1 zu 1 Funktionen, Beziehungen auseinander. Das geht aber nicht, weil überhaupt keine der 1 zu 1 Beziehungen hier gilt. Okay, die Richtigkeit, ich schaue, ob es eine Funktion ist. Also ob ich von A eindeutig zu einem B komme. Von A1 komme ich in diesem unteren, in der Variante 1. Von A1 komme ich zu B1 und ich komme aber auch von A1 zu B2. Und das darf nicht sein. Es darf höchstens ein Bild geben. Nee, bei 1 zu 1. Bei 1, ja genau, bei 1 zu 1 zu 1 überprüfe ich für jedes Paar auf der linken Seite, gibt es genau 1 auf der rechten Seite. Haben wir festgestellt, dass das in dem Beispiel hier gilt. Und bei 1 zu 1 frage ich jetzt, gibt es irgendeine dieser binären funktionalen Beziehungen. Ich habe alle aufgezählt. A nach B, A nach C, B nach A, B nach C oder C nach A, C nach B. 6 Stück. Und bei jeder von denen haben wir festgestellt, dass irgendwas nicht stimmt. Also für A1 gibt es 2 verschiedene Bs. Damit scheidet das hier als funktionaler Zusammenhang aus. Obwohl A und B zusammen eindeutig auf einen C abbilden. Aber A alleine bildet nicht eindeutig auf einen B ab. A und C zusammen deuten eindeutig auf einen B, aber alleine das A schafft es nicht. Und wenn ich so ein Beispiel hätte, ich habe nur 3 Tupel angegeben und weiß, das ist eine 1 zu 1 zu 1 Beziehung, also in dreistellig ist es 1 zu 1 zu 1, aber ich kann es nicht äquivalent mit binären 1 zu 1 Beziehungen umformen. Also wenn ich das dreistellige Ding modelliert habe und ich habe diese konkrete Instanz im Hinterkopf gehabt, dann kann ich diesen Realweltausschnitt nicht mit nur binären 1 zu 1 Beziehungen modellieren. Also irgendwie brauche ich an der Stelle hier das Dreistellige. Ist aber hässlich, weil in manchen Datenbanksystemen darf ich nur binär. Also ich kann zwar ternär oder noch höherwertig endstellig modellieren, aber im konkreten Datenbanksystem kann ich dann nur binär umsetzen. Wenn ich also in meiner Modellierung im R-Diagramm irgendwie sowas dreistelliges, vierstelliges habe und dann schon weiß, am Ende kann ich es nur mit zweistelligen Relationen, Beziehungen irgendwie umsetzen, muss ich mir überlegen, was das bedeutet, dass ich nämlich mit diesem Modell eigentlich keine Datenbank am Ende bauen können werde. Das ist natürlich irgendwie ein Randfall. Ne? Es muss nicht immer so sein. Man kann viele dreistellige Sachen dann tatsächlich erhaltend in zweistellige umformen, aber man muss damit leben, dass es eventuell nicht funktioniert. Kommen wir später nochmal dazu, ohne dass wir dann auf die Kardinalität, also auf die Funktionalitäten schauen. Da werden wir auch nochmal ein Beispiel sehen, wo man sieht, dass es dann tatsächlich, wenn ich die konkreten Relationen mir anschaue, irgendwie Tupel gibt, die es dann plötzlich binär gibt, die ich aber ternär dreistellig nicht abbilden kann. Aber das ist quasi schon mal hier so ein Vorgriff, wo wir sagen, wenn ich die Relationen dreistellig 1 zu 1 zu 1 habe, kann ich nicht garantieren, dass alle oder überhaupt irgendeine 1 zu 1 Beziehung binär gilt.
Frage? Ja? Okay. A, B und C sind jetzt hier Entity-Typen. Und ich habe im Prinzip sowas aufgeschrieben. A, B und C sind Entity-Typen. Groß R ist Beziehungstyp. Und ich habe jetzt sowas aufgeschrieben. Überall soll eine 1 dran stehen. Und ein konkreter Zustand, also konkrete Instanz von Groß R, könnte dieses Klein R sein. Wobei ich sage, Entität A1, die zu A, also dieses A1 gehört zu diesem A, ist, steht im Zusammenhang in Beziehung mit Entität B1 und Entität C1. Und A1 steht im Zusammenhang mit B2 und C2 und A2 steht im Zusammenhang mit B1 und C2. Und entsprechend, wenn ich die Rollen tausche, würde ich sagen, C2 steht im Zusammenhang mit B1 und A2 und so weiter. Und nur diese drei Tupel gibt es. Und diese drei Tupel erfüllen jetzt diese Modellierung, dass ich gesagt habe, überall steht eine 1 dran. Weil für diese drei Einsen muss ich überprüfen, wenn ich ein Paar von A's und B's finde, finde ich dann immer höchstens ein C dazu. Das hatten wir überprüft, also ein Paar A1, B1, finde ich C1 dazu, aber hier habe ich nicht A1, B1 und hier habe ich nicht A1, B1, finde ich kein zweites C1 dazu. Oder C2 an der Stelle. Passt. Wenn ich ein Paar von A und C's nehme, muss ich genau ein B dafür finden. A und C1 ergibt B1, A1 und C2 ergibt B2, ist was anderes, hier hinten steht nicht C1, also passt. Und A2 und C2 ergibt B1, ist okay, ist zwar dasselbe B1 wie hier, aber ich habe ja hier A2 und hier A1 stehen, also ein anderes AC-Paar. Auch okay, in dem konkreten Beispiel hier. Und BC, ich suche mir Paare von Bs und Cs, also ich schaue mir B1, C1 an und sage, das bildet ab auf A1, finde ich aus Versehen noch ein B1, C1, was auf ein anderes A bildet, habe ich ein Problem. Aber ich habe hier B2, C2 und hier B1, C2, also ist wieder eindeutig, jedem BC-Paar ist ein A zugeordnet. Also diese drei funktionalen Zusammenhänge hier gelten. 1:1:1 ist also hier erfüllt. Aber wenn ich mir jetzt irgendwie nur A und B anschaue oder B und C und jetzt frage, könnte ich das, also das ist die Frage, kann ich das so modellieren? A1 mit irgendeinem, nenne ich jetzt mal R1, Beziehungstyp R1 hinzu. Ach, diese Tafeln hier. Also kann ich das so modellieren, dass ich einfach so ein Dreieck draus mache. Das hier soll ein B sein. Hier habe ich C. Dass ich hier R2 dann beispielsweise dazwischen schreibe, was dann zu dem C gilt. Und hier habe ich R3, was dann zu dem A geht. Und ich schreibe einfach hier überall Einsen dran und behaupte, das ist dasselbe. Diese Frage hier, ob das so immer geht, haben wir jetzt gesagt, geht nicht. Also ich kann nicht aus sowas hier, aus einer dreistelligen 1:1:1, drei zweistellige machen. Wir haben ein Beispiel gegeben, wo das nicht funktioniert. Das heißt allgemein, wenn Sie einen n-stelligen Beziehungstyp benutzt haben beim Modellieren, kann es sein, dass man den nicht mit binären Beziehungstypen sinnerhaltend, informationserhaltend umformulieren kann. Und das ist ein Problem, wenn man an Datenbanken, Datenbanksysteme denkt, die eben nur binäre Beziehungstypen erlauben. Ein ganz bekanntes, was wir jetzt nicht unbedingt als Datenbanksystem vielleicht hier verstehen würden, aber RDF. Wenn Sie Semantic Web schon mal gehört haben, dann gibt es immer Tripel, RDF-Tripel. Also Subjekt, ein Objekt und die stehen in Beziehung zueinander. Da sind eigentlich nur Binäre erlaubt. Mit sowas könnte ich dieses ABC-Ding mit 1:1:1 gar nicht modellieren. Kann ich nicht in RDF modellieren. Ist aber eben die Konvention in RDF, dass ich nur Binäre habe. Dass nur die erlaubt sind und damit automatisch manche Zusammenhänge der realen Welt eben nicht modellierbar sind. Nicht immer ist es so künstlich wie in dem Beispiel. Also manchmal ist es halt so, dass das Natürlichste irgendwie einen Zusammenhang zu modellieren ist, dass ich drei Entity-Typen miteinander in eine Beziehung stecke. Dann muss ich aber schon damit rechnen, dass es am Ende vielleicht bedeutet, dass ich nicht alles genau abbilden kann in der Datenbank, in der ich dann tatsächlich vielleicht nur binäre Sachen umsetzen darf.
Soweit erstmal ungefähr die Idee klar. Wir schauen uns später nochmal auf einer Folie tatsächliche konkrete Buchrelationen an, wo wir dann sehen werden, was dann noch passieren kann, wenn das eben hier tatsächlich nicht gilt. So, wenn es wieder da ist, machen wir weiter. Kleine Mitmachaufgabe jetzt für Sie. Ich modelliere Ihnen, oder ich sage Ihnen, was Sie modellieren sollen. Eine Prüfungsordnung, eine relativ rudimentäre, geht nur um Seminar. Der Ausschnitt der realen Welt, der hat vier Bedingungen. A bis D, also eine davon ist, ein Student darf bei demselben Professor, Professorin nur ein Seminarthema machen. Okay, ist erstmal eine Anforderung. B, ein Student, Studentin darf dasselbe Thema nur einmal bearbeiten und nicht zu einem anderen Professor, Professorin damit gehen. Auch irgendwie vielleicht vernünftig. Ein Professor darf aber dasselbe Thema an verschiedene Studierende vergeben. Also vielleicht im nächsten Jahr wieder oder so. Und dasselbe Thema kann von verschiedenen Professoren und Professorinnen vergeben werden. Die sprechen sich halt nicht ab. Wie sieht das R-Diagramm, das R-Modell dazu aus? Mitmachfrage an Sie. Was würden Sie sagen, sind Entitäten? Und was könnten Beziehungen sein? Ja, Sie melden sich? Sie haben vorausgeblättert? Nein. Sehr gut. Okay, warum? Damit müssen Sie immer rechnen, aber es ist okay, wenn Sie sich melden. Ich stelle dann oft die Warum-Frage zurück und Sie müssen dann eine gute Antwort haben. Also Sie sagen, Student, Professor, Thema oder Seminarthema sind die drei Entitäten, weil die hier in den Zusammenhängen die sind, die irgendwie in Beziehung zueinander gebracht werden. Okay. Wenn ich jetzt noch sagen würde, es gibt auch eine Note auf so ein Seminarthema. Also ich will Sie nicht verwirren, ich wollte einfach nur fragen, kommt da noch eins dazu, was würden Sie sagen? Sie sagen, Note ist Attribut, ich wiederhole es immer, damit Sie es später im Stream nochmal genau hören. Note ist Attribut, ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also genau. Im Prinzip habe ich drei Entitäten, Student, Professor, Seminarthema. Sehen Sie irgendwo noch mehr Kreide hiervon? Ich habe nur noch so ganz kleine Stückchen. Ah. Hören Sie mich immer noch wischen? Das gibt's doch nicht. Ich kann hier die, wie stark das anspricht, kann ich nicht. Ist es jetzt wieder besser? Okay. Immer noch okay? Ich mache es mal noch ein bisschen leiser. Wenn Sie mich nicht mehr hören können, müssen Sie sich hinten melden. Immer noch okay? Ich versuche nochmal weiter zu wischen. Können Sie das Wischen hören? Das gibt's doch nicht. Muss ich am langen, ausgestreckten Arm wischen? Jetzt besser? Okay. Ist aber unbequem. So, haben Sie sich noch gemerkt, was Sie gesagt haben? Es gibt drei Entity-Typen. Habe ich es mir noch gemerkt, ist die Frage. Jetzt muss ich wahrscheinlich wieder... Das ist bequem, wenn diese Auflösung direkt sich immer anpasst, macht sie aber nicht. Also Sie hatten gesagt, Student. Ein Entity-Typ. Professor, ein anderer. Und nennen wir es mal Thema. Okay, Beziehungen nennen wir wie? Gibt es überhaupt eine oder gibt es nur Entitäten? Kann ja auch sein, dass es nur Entitäten gibt. Ja? Okay, schreiben, betreuen. Also es kommt immer, bei drei ist immer schwierig, es kommt immer darauf an, von welcher Seite man es liest. Ne?
Können wir mal schreiben, ich weiß gar nicht, wie es dann auf den Folien genannt haben. So, Beziehungstyp. Und jetzt ist ja die Idee, dass alle drei dranhängen von Ihnen gewesen wahrscheinlich, oder? Als Sie es vorhin gesagt haben, es gibt drei Entity-Typen, die in Beziehung stehen. Okay. Was schreibt man für Funktionalitäten, Kardinalitäten dran? Können wir das hier ablesen aus dieser Beschreibung oder nicht? Also wir haben immer noch diese vier Bedingungen. Ein Student darf bei demselben Professor nur ein Seminarthema machen. Das klingt irgendwie so halb nach so einer Kardinalität. Ja? Also ein, denselben. Ein Student dasselbe Thema nur einmal bearbeiten und nicht zu einem anderen Professor gehen. Ein Professor kann aber dasselbe Thema an verschiedene Studierende vergeben. Dasselbe Thema kann von verschiedenen Professoren vergeben werden. Was schreibt man da dran? Einsen oder Ns oder Ms haben wir. Okay, Sie sagen, weil ich nur ein Paar, also sobald ich weiß, Student, Professor, ist das Thema klar, sagen Sie. Deswegen schreiben Sie hier Ns und Eins so dran. Ist jemand anderer Meinung? Aber wir sind hier im demokratischen Abwägeprozess im Moment, so wie es beim Modellieren üblich ist. Wir sammeln Meinung, ja? Ja, haben wir das schon verboten? Genau, das ist ja hier, ein Professor kann dasselbe Thema an verschiedene Studenten geben, dasselbe Thema kann von verschiedenen Professoren vergeben werden. Das sieht erstmal so aus, C und D, ne? Ein Professor kann dasselbe Thema an verschiedene Studenten geben. Wenn ich mich hier frage, mit wie vielen Entitäten hängt ein Professor zusammen, beliebig erstmal. Ne? Und Sie sagen jetzt aber, das hier ist wahrscheinlich das, was Sie irritiert, weil Studierende gegebenenfalls dasselbe Thema bei verschiedenen Professoren machen können. Okay, was wäre Ihr Vorschlag? Was würden Sie anders machen? Wir sammeln erst mal und dann gucken wir mal, was vielleicht sinnvoll aussieht. Ja, ich hoffe, dass wir es mit einer hinkriegen. Ich habe es, glaube ich, auch auf dem Folienbeispiel mit einer dreistelligen gemacht. Also Sie würden sagen, Sie wollen es noch trennen. Also irgendwie hier ein Beziehungstyp. Hier ein und hier ein. Oder welche nicht? Okay, ich hoffe, ich habe es hingekommen, wenn ich an eine Folie weiterklicke, aber das Problem, wenn wir das mit diesen dreien wieder machen, ist so ähnlich wie bei dem Beispiel vorher, wo wir gesehen haben, eigentlich geht es nicht immer äquivalent. Also, dass ich eine dreistellige Beziehung in drei zweistellige übersetze oder so, das klappt nicht immer gut. Dasselbe Problem würde man hier womöglich dann auch bekommen. Also, wir versuchen es erstmal mit einer dreistelligen. Aber die Frage ist, sind die Kardinalitäten schon okay, die dranstehen oder nicht? Wer hätte eine andere Vorschlag? Ja? Ich bin erstmal damit zufrieden, dass wir drei Entity-Typen haben. Und ich finde ja auch okay, dass das die sind. Also zumindest eine Art, das zu modellieren, könnte so gehen. Wie würden Sie es machen? Sie würden sagen, also Sie würden ein Thema noch als Entity-Typ behalten oder nicht? Nein, also es ist ein Attribut dann irgendwann. Ja. Okay, und zwar von was? Ja, das hoffentlich ist nicht auf dem Stream, was Sie gerade gesagt haben, aber ja, also Sie haben sich geärgert, dass es, ja, es muss ein Entity sein, weil sonst die Kardinalität schwierig anzugeben ist, beziehungsweise für Attribute kann ich auch versuchen, sowas hinzuschreiben, aber dann muss ich es immer hinschreiben. Dafür gibt es keine gute Notation, dann muss ich sowas immer
Also eine Integritätsbedingung, sowas wie, wann ist es okay für Attribute, die muss ich verbal irgendwo daneben schreiben, ist das letzte Mittel der Wahl. Wir würden hier versuchen, es erstmal mit diesen Funktionalitäten hinkriegen zu wollen. Bitte? Was da steht, kann man doch ganz gut lesen, das ist meine Handschrift. Schreiben steht da. Ups, ist denn hier wieder passiert? Schreiben steht hier oder betreuen oder sowas könnte da stehen. Also das hier ist mein String für Schreiben. Okay, die Frage ist immer noch, also es kann sein, dass es richtig ist, ich wollte einfach nur mal Meinung sammeln, gibt es denn jemanden, der sagen würde, keine Ahnung, ich mache mal was anderes? Das hatten wir ja eben mal, 1:1:1, warum nicht das? Sie melden sich, Sie verteidigen Ihre NN1-Geschichte, ja, okay? Okay, Sie haben recht, also das Thema ist jetzt plötzlich irgendwie ziemlich genau festgelegt. Okay, also keine gute Idee, überall Einsen zu schreiben. Sie hatten hier 2 Ns. Warum schreibt man nicht das hier hin? Das sollen jetzt 3 Ns sein. Oder Ms. Da muss man sich überlegen. Wahrscheinlich würde man in mehrstellig dann Ns überall hinschreiben. Warum das nicht? Ja? Ach, okay, Sie haben genau nachgeschaut, alles klar. Okay, was haben wir denn nochmal? Wir müssen nochmal genau drauf gucken. Ein Student darf das Thema bei einem Professor, also bei demselben, dann nur einmal machen. Okay. Ein Student darf dasselbe Thema nur einmal bearbeiten und nicht bei einem zweiten Professor dasselbe Thema benutzen. Okay. Ein Professor darf aber das Thema an verschiedene Studierende vergeben und dasselbe Thema kann von verschiedenen Professoren vergeben werden. Okay. Vielleicht doch wieder das hier. Ich habe im Hinterkopf irgendwie, dass ich 2 Einsen vergeben habe auf der nächsten Folie, auf die ich jetzt aber nicht blättern will, weil es dann ja aufgelöst ist. Und ich frage mich jetzt gerade, steht die 1 eher hier oder steht die 1 eher hier? Die 1 hier ist, glaube ich, so, dass ich es okay finde. Was würde passieren, wenn man da oben an die Stelle hier eine 1 statt ein N? Wollen wir es mal diskutieren? Also 1 statt mal N. Wenn man jetzt hier von einem Student schaut und fragt, mit wie vielen Entitäten steht es in Zusammenhang? Steht hier 0 oder 1? Also ich darf dasselbe Thema nicht nochmal woanders schreiben, wäre damit wahrscheinlich erledigt. Ein Professor kann aber beliebig viele Studierende und Studenten betreuen, okay. Und das Thema darf aber nur einmal vergeben werden. Ist das so, wie wir es wollen? Nee, es kann von verschiedenen Professoren vergeben werden. Muss man jetzt hier überlegen, muss man hier doch einen N hinschreiben? Vielleicht muss man noch überlegen, was diese Kardinalitäten bedeuten. Also 1 bedeutet, ich stehe mit 0 oder 1 im Zusammenhang. N bedeutet, ich stehe mit 0 oder beliebig vielen im Zusammenhang. Und eigentlich haben wir es aber nur für binär erstmal so richtig definiert gehabt. Ne? Hier vorne hinschauen. Ich blättere gerade zurück. 1:1 bedeutet, auf der einen Seite 1 ist mit höchstens einem auf der anderen Seite und umgedreht. 1:n bedeutet, dass von, also 1:n hier in der bedeutet, das, was links steht, darf mit beliebig vielen von rechts in Verbindung stehen. Aber die von rechts, denen ist höchstens 1 links zugeordnet. Mhm. Wenn man sich das hier so mal anschaut über diesem Pfad, passt das dann überhaupt? Also das von rechts ist genau einem Studierenden zugeordnet, aber wahrscheinlich in Zusammenhang mit dem Thema. Also man muss bei Ternia dann irgendwie drüber nachdenken, was es bedeutet, wenn ich das erweitere. Und das hatten wir ja gemacht, als wir hier gesagt haben, wir erweitern das so, dass ich sage, da wo die 1 dran steht, und das können beliebige Stellen sein, wo die 1 dran steht, darauf muss ich eindeutig abbilden können. Also sobald ich weiß, hier in dem Fall 1:n:n, sobald ich Professor Thema habe, weiß ich, wer ist der Student. Das funktioniert. Und jetzt ist die Frage, wenn ich Student und Professor weiß, weiß ich dann nicht auch das Thema eigentlich? Eigentlich ja, also wahrscheinlich muss hier auch die 1 stehen. Also wenn ich Student und Thema weiß, weiß ich dann noch den Professor?
ist erstmal nicht verboten, ne? Dass ein Student, oder was hat man gesagt, dasselbe Thema nochmal bei einem anderen Professor, ups, Entschuldigung, ich habe es selber nicht gesehen. Ein Student darf bei demselben Professor nur ein Seminarthema machen und ein Student darf dasselbe Thema nur einmal bearbeiten und nicht zu einem anderen Professor damit gehen. Also ich muss sowas haben wie, schreiben wir es mal der Reihe nach auf, ganz oben, Student, Kreuz, Professor soll eine Funktion sein, die auf Thema geht. Und Student und Thema soll auch eine Funktion sein, die auf Professor geht. Ein Professor kann dasselbe Thema an verschiedene Studenten vergeben. Das ist erstmal nicht so direkt was Funktionales, also in dem Sinne, dass ich sage, worauf bildet es ab? Ich habe gesehen, dass Sie sich melden, gleich. Dasselbe Thema kann von verschiedenen Professoren vergeben werden, ist auch jetzt nicht direkt funktional, in dem Sinne, dass ich sage, auf eine Eins. Ne? Sie melden sich? Ja, vielleicht will man das auch nicht. Aber die Grundidee ist, dass wir jetzt nochmal geschaut haben, in diesen vier Sachen, die da stehen. A und B, und ich glaube, man nimmt jetzt, was ist jetzt das Neue nach DIN, deutsche Städtenamen, wenn man Deutsch durchbuchstabiert, A, weiß gar nicht, was ist ein A, Augsburg und B, Berlin oder so. Also Augsburg und Berlin sind funktionale Zusammenhänge. Und Chemnitz und Dresden, wahrscheinlich nicht die offiziellen Bezeichnungen, sind keine. Und die zwei Funktionalen, die wir haben, sagen, Student und Professor muss auf Thema abbilden, das heißt, hier muss eine Eins stehen, weil Thema ist die Seite, auf das abgebildet wird. Da muss eine Eins stehen. Und Student und Thema muss auf Professor abbilden. Muss also bei Professor eine Eins stehen. Das sind die zwei Sachen, die ich aus A und B ableite. Und jetzt gibt es aber nichts, was sagt, Professor und Thema bilden funktional auf Student ab, also darf ich hier ein N dran schreiben. Das wäre erstmal das, was ich versuche, mir zusammenzuräumen. Das widerspricht jetzt dem, was Sie vorhin gesagt haben, NN1. Aber wenn ich NN1 hinschreibe, also wenn hier ein N stehen würde, hätte ich diesen funktionalen Zusammenhang nicht. Und der steht aber in Berlin, also in B. Und in C und D, die Frage ist, haben wir das jetzt automatisch geschenkt bekommen oder muss man dafür auch was machen? C und D sagt, ein Professor kann dasselbe Thema an verschiedene Studierende vergeben. Ja, Professor, Student, bildet ab auf Thema, ja, aber wenn ich den Studenten frei halte, Professor auf Student-Thema, da habe ich nichts drüber ausgesagt erstmal. Es kann beliebig viele sein. Also auf das Student-Thema-Tupel, beziehungsweise ein Professor, kann dasselbe Thema an verschiedene Studierende vergeben. Professor-Thema habe ich hier nie auf der linken Seite stehen, also beliebig, kann N sein. Und Dresden, das vierte Ding da, dasselbe Thema kann von verschiedenen Professoren vergeben werden. Wenn ich sage, Thema auf Professor, habe ich auch hier nicht funktional beschrieben, ist ja auch erstmal erlaubt, dass ich beliebig, der Professor ist erstmal egal. Ja? Dann bildet es ja nicht die Gesamtheit verschiedener Professoren. Was meinen Sie? Also Sie sagen, es bildet nicht die Gesamtheit verschiedener Professoren ab, was meinen Sie damit? Ja, das ist hier nicht verboten. Also Sie sagen, dass irgendein Professor oder jeder beliebige Professor dasselbe Thema vergeben könnte, ist ja hier erstmal nicht verboten. Na, die Eins hier bei Professor bedeutet diesen funktionalen Zusammenhang. Also das hier ist A, das hier ist B. Also diese Eins hier weiß ich im Prinzip aus B und diese Eins hier weiß ich aus A. Und C und D machen erstmal keine Aussage über einen funktionalen Zusammenhang, sondern nur, dass irgendwas erlaubt sein würde, was jetzt aber nicht direkt auf eine 1 ist. Also wenn ich die Kardinalitäten frage, die 1 hier weiß ich, weil ich A habe, die 1 hier weiß ich, weil ich B habe und das N hier weiß ich, weil ich nicht noch irgendwas habe, was sagt, dass Student dann eindeutig sein muss. Frage? Aber die 1
Okay, Sie sagen, die 1-1-Beziehung zwischen Professor und Thema schließt B aus. Es gibt ja aber keine 1-1 zwischen Professor und Thema. Dora. Dora, Dresden. Ja, das ist gut, dass Sie es so buchstabieren, das verstehe ich besser. Dasselbe Thema kann von verschiedenen Professoren vergeben werden. Warum sagen Sie, das ist ausgeschlossen? Ah, okay, das ist jetzt, weil Sie sagen, weil die zwei Einsen dastehen. Okay, dann müssen wir uns jetzt fragen, was passiert, wenn ich Professor und Thema festhalte? Nee, was halte ich ihm fest? Dasselbe Thema kann von verschiedenen Professoren vergeben werden. Eigentlich sage ich sowas wie, also Dora sagt, Thema hat keinen, also ich streich das extra durch, keinen funktionalen Zusammenhang mit Professor. Und ich würde jetzt behaupten, das ist auch tatsächlich so, ich könnte jetzt sowas machen wie, ich nehme mal kleine Buchstaben S, T und P, S1, P1, T1, also angenommen Student 1 schreibt zu Thema 1 bei Professor 1, schreiben wir mal das als Tupel auf. Und jetzt fragen wir, kann dasselbe Thema von verschiedenen Professoren vergeben werden? Also im Prinzip S2, zweiter Studierender, zweiter Professor und ich will auch T1 haben. Und die einzigen funktionalen Zusammenhänge, die wir im Prinzip im Moment haben, sind die zwei, durch die zwei Einsen. Also ich halte mal Student-Professor fest. S1, P1 sehe ich nicht nochmal, passt. Erstmal in diesem kleinen Beispiel. S2, P2 habe ich nicht nochmal, passt. Spricht erstmal nichts dagegen, dass auf der anderen Seite das T dasselbe ist. Und Student, Thema, Professor, S1, T1 bestimmt genau P1, S2, T1 bestimmt genau P2. Also erstmal könnte es stimmen. Das ist natürlich nur ein kleines Beispiel hier, ist noch kein Beweis. Aber warum denken Sie, dass es nicht passt? Können Sie das Beispiel ergänzen, sodass Sie sagen, es passt nicht mehr? Sie? Hm? So würde ich es lesen nach der Folie, die wir irgendwo vorher hatten, dieses hier. Ich frage mich immer, was ist der Bildbereich? Und als Bildbereich kommen nur die in Frage, wo eine 1 dran steht. Das hier kommt gar nicht als Bildbereich in Frage, weil ich sowieso schon weiß, können beliebig viele sein. Nee, das ist das genau das Schwierige. Genau, das ist das Problem bei solchen endstelligen Sachen, dass man halt aus dieser Denke, dass alles binär ist, irgendwie rauskommen muss. Und das Problem ist aber, wenn man da einmal rausgekommen ist, in dem endstelligen ist, kommt man nicht so leicht ins Binäre zurück in jedem Zusammenhang. Also hatten wir vorhin gesehen an dem einen Beispiel, dass es halt nicht geht. Genau. Aber so auf den ersten Blick hätte ich jetzt gesagt, die zwei funktionalen Zusammenhänge, die da sein müssen, die sind da durch die zwei Einsen. Und, okay, jetzt doch mal gucken. Sieht tatsächlich ungefähr so aus. Okay, die zwei funktionalen Zusammenhänge sind da, weil ich einfach sage, die bilden auf was ab, da schreibe ich die 1 dran. Und bei dem anderen, wenn ich C und D lese, behaupte ich jetzt mal, die sind nicht verboten, wenn ich hier ein N hinschreibe und die Einsen schränken das auch nicht ein. Also Sie könnten jetzt versuchen, mir was zu basteln, also so eine Relation, indem Sie so Tupel angeben. Und wir prüfen dann immer, ob die funktionalen Zusammenhänge stimmen. Und ich hoffe, weil wir ein bisschen länger über die Folien immer nachgedacht haben, Professor Stein und ich, dass das hier tatsächlich die Lösung dafür ist. Note habe ich jetzt Sie vorhin mal gefragt und ich würde es auch als Attribut dran schreiben, falls es noch dabei wäre. Also ist jetzt hier in der Welt nicht mitmodelliert gewesen, aber wenn eine Note dabei wäre, würde ich das nicht als Entität noch mit dranhängen, als dann vierstellige Relation, sondern einfach als Attribut. Also wenn man sich das nochmal anguckt,
welche von diesen Eigenschaften jetzt erfüllt sind. Die zwei hatten wir ja gesagt, die haben wir jetzt hier auch schon benutzt, um diese Kardinalitäten hinzuschreiben. Professor Student bildet auf Thema ab. Deswegen habe ich ja die 1 hingeschrieben bei Thema und Thema Student auf Professor. Deswegen hatte ich da die 1 hingeschrieben. Und ich glaube, jetzt haben wir es uns leicht gemacht und gesagt, das ist einfach zugelassen. Aber grundsätzlich muss man überlegen, bei Dresden haben Sie jetzt gesagt, vielleicht passt das nicht. Also dieser Zusammenhang, dass das Thema nicht den Professor bestimmt. Jetzt müsste man überlegen, ob man hier irgendeinen Tupel noch dazu bauen kann, sodass plötzlich das Thema den Professor bestimmt. Müssen wir überlegen. Aber die Behauptung, die jetzt hier auf der Folie steht, ist, dass es erstmal nicht so ist. Dass es okay war, dann N hinzuschreiben. Die andere Möglichkeit wäre ja nur gewesen, da noch eine 1 hinzuschreiben. Das wäre dann aber eine funktionale Beziehung, die wir eigentlich nicht in der realen Welt behauptet haben. Also rein aus der Intuition könnte es auch am meisten Sinn machen, dann N hinzuschreiben. Bei den anderen beiden müssen Einsen stehen, weil wir gesagt haben, A und B sind jeweils solche funktionalen Zusammenhänge, die eine 1 erzwingen. C und D aber nicht. Und ich hatte noch einen Freiheitsgrad, nämlich bei Student die Kardinalität hinzuschreiben. Da konnte ich ein N hinschreiben. Stellt Sie das erstmal zufrieden? Sie nicken. Sehr gut. Ich halte das im Protokoll fest. Also die Grundidee ist, dass man sich fragt in der Realweltbeschreibung, welche funktionalen Zusammenhänge existieren. Und funktional bedeutet, dass ich da eine 1-Kardinalität hinschreiben muss. Und alle anderen, für die ich nichts weiß, da schreibe ich dann das hin, was allgemeiner ist, das N. Und in dem Fall hier, dass ich frage, Professor, kann dasselbe Thema an verschiedene Studierende vergeben? Ja, ist erstmal erlaubt. Also ich könnte auch hier sowas hinschreiben wie S3 P1 T1, also selber Professor, vergibt dasselbe Thema an einen anderen Studierenden. Student Professor ist trotzdem eindeutig. Und Student, also in dem kleinen Beispiel, was ich jetzt gerade drüben stehen habe. Und Student Thema ist auch eindeutig, weil immer Student anders ist. Aber ich habe jetzt hier selbe Professor Thema Kombination wie hier oben. Ist erstmal nach den Sachen, die da dran stehen jetzt, nicht verboten. Und analog kann dasselbe Thema von verschiedenen Professoren vergeben werden. Die haben ja alle dasselbe Thema bearbeitet, die Studierenden, aber die betreuende Professorenperson war hier eine andere. Ist auch erstmal okay, weil ich einfach nur 2 Einsen gefordert habe und nicht die dritte noch mit. Okay. Auf die Uhr schauen. Eigentlich war mein Ziel, heute hier durch diesen Abschnitt durchzukommen. Ich sehe voraus, dass wir es nicht schaffen, aber wir wollen diese Kardinalitäten noch die zweite Art schaffen, nämlich diese hier. Wir haben ja bis jetzt immer nur mit Einsen und Ns und Ms gearbeitet. Und es gibt noch eine zweite Art, nämlich, dass man dran schreibt Minimum und Maximum. Die Denkweise ist dabei aber ein kleines bisschen anders als eben. Eben habe ich mich immer gefragt, wo kommen die Einsen hin? Da, wo die Funktion drauf zeigt. Jetzt modelliere ich ein bisschen anders und schreibe bei jedem Entity-Typ dran, in wie vielen Beziehungstupeln der eigentlich auftauchen darf oder muss. Also ich schreibe jetzt so ein Min und Max ran. Normal im ER-Diagramm würde ich es also so machen, dass an jeder Kante, die zum Beziehungstyp geht, jetzt ein Paar von Zahlen steht. Die eine, die linke, sollte kleiner gleich der rechten sein, weil das eine ist das Minimum, das andere ist das Maximum. Und das mache ich für jeden Entity-Typ, der in so einer Beziehung steht. Wir können jetzt hier eine N-stellige, also hier in dem Fall haben wir eine N-stellige modelliert. Wenn ich es nicht als Diagramm aufschreibe, sondern so in einer Zeile pressen will, dann würde ich sowas aufschreiben wie, der Beziehungstyp heißt halt R und da sind die Entitäten E1 bis EN wie Nürnberg dran beteiligt und jeder hat einen Min-Max-Wert zugeordnet. Wenn man das Ganze sich überlegt, was es bedeutet und formal einmal aufschreiben will, würde man sagen, okay, ich habe mit dieser Min-Max-Notation jetzt gesagt, an wie vielen Tupeln vom Beziehungstyp jede konkrete Entity-Instanz beteiligt ist. Also ich beschreibe mit dieser Min-Max-Notation die Anzahl der Beziehungsinstanzen von einem gewissen Typ, an der eine konkrete Entität-Instanz beteiligt ist. Also E vom Typ EI. Habe ich jetzt nicht gesubskriptet, damit man nicht da durcheinander kommt. Aber dieses Min-I und das Max-I ist dem Entity-Typ EI zugeordnet. Wenn man sich so ein bisschen genauer anguckt und sagt, was steht jetzt hier? Also für alle Entity-Typen steht im Prinzip hier vorne und für alle Entitäten, für alle konkreten Instanzen von einem Entity-Typ muss die Anzahl, wenn ich mir anschaue, Tupel in der Relation, klein t sollen Tupel sein, Tupel in der Relation, wie viele gibt es, d
die dann genau das E enthalten. Mindestens min viele, höchstens max viele, steht dann im Prinzip hier. Also wenn man es einmal formal aufschreibt, was man verbal sprachlich so sagen würde, also min bedeutet, ich darf, muss mindestens in so vielen Beziehungstupeln enthalten sein und max bedeutet, ich darf höchstens in so vielen enthalten sein. Zwischen denen muss es liegen. Typischerweise sowas wie 0 und n könnte es sein. Für n habe ich eine andere Schreibweise, da schreibe ich hier einen Stern hin in der Notation, damit man es auch gar nicht mit dem anderen verwechselt. Aber es könnte sein, dass ich mit gar niemandem in Verbindung stehe, dann schreibe ich eine 0 hin für ein Minimum. Und es könnte sein, dass ich mit höchstens 7 in Verbindung stehe, dann schreibe ich da halt eine 7 hin. Ist ein bisschen feingranularer als 1 zu n oder n zu m, weil jetzt eben einen Range angeben darf. Kleine Mitmachfrage an Sie. Realweltszenario. Mitarbeitenden ist ein oder kein Raum zugeordnet, also irgendwie ein Büro wahrscheinlich. Und in jedem Büro, in jedem Raum gibt es höchstens 3 Mitarbeitende. Wie wären die Kardinalitäten dieser Arbeitet-Innen-Relation, die jetzt modellieren soll, dass Mitarbeiter in Räumen sitzen? Was würden Sie sagen? Also da gibt es 2 Leerstellen. Hier muss ein Zahlenpaar hin und hier muss ein Zahlenpaar hin. Welches würden Sie sagen, gehört wohin? Und was für Zahlen sind drin? Also Mitarbeiter haben einen Raum oder auch nicht. Vielleicht gibt es welche, die nur im Homeoffice sitzen oder so. Und in jedem Raum will ich aber höchstens 3 Personen haben. Ja? Okay, didaktisch geschickt. Sie meinen also, Mitarbeiter, bei Mitarbeiter steht das? Oder steht bei Mitarbeiter das? Also Sie haben schon gesagt, welche Paare hingehören, aber ich habe noch nicht richtig verstanden, welches woran soll. Ja, genau, ich frage Sie jetzt aber, genau, Sie sagen, aber gehört das Paar an Mitarbeiter oder Raum? Gehört das Paar an Mitarbeiter oder Raum? Okay, und dann die 0,1 zu Raum. Das war genau falsch rum. Warum? Weil man es jetzt nämlich an die Entität ranschreibt. Also Mitarbeiter haben keinen oder einen Raum. Deswegen schreibe ich die 0,1 an die Mitarbeiter ran, weil ich dafür benenne. Und in so einem Raum sitzen keine oder 3 bis maximal 3 Mitarbeiter, also gehört das an den Raum dran. Ist jetzt genau andersrum als bei diesem 1 zu n. Ich wollte sie nicht reinlegen oder so, sondern nur einmal, also es hätte sein können, dass sie es gleich richtig haben, aber die Denke ist ein kleines bisschen umgedreht bei dem, im Gegensatz zu dem 1 zu n, kommen wir gleich nochmal dazu. Also eigentlich 0,1 an Mitarbeiter und 0,3 an Raum. Das bedeutet, ein Raum hat bis zu 3 Mitarbeitende, die ihm zugeordnet sind, und so ein Mitarbeiter hat halt ein Büro oder nicht. 1 zu n hätte ich womöglich andersrum hingeschrieben, wobei ich das hier in 1 zu n gar nicht ausdrücken kann. Also das, worauf wir hier auch hinaus wollen, ist, mit dieser 1 zu n Geschichte kriege ich das gar nicht richtig hin. Nicht exakt. Da hätte ich also die 1 an den Raum geschrieben und den n an Mitarbeiter und hätte dann aber noch mehr wahlsprachlich daneben schreiben müssen, ja, n ist aber nicht beliebig, sondern höchstens 3. Also mit dieser 1 zu n Kardinalität muss ich es genau andersrum hinschreiben, weil es halt nun leider so definiert ist. Aber die Sicht ist eine andere. Bei der 1 zu n Kardinalität frage ich mich, an wie vielen Beziehungstyp-Tupeln, also wie viele Instanzen des Beziehungstyps bin ich beteiligt? Bei dieser Min-Max-Notation frage ich mich, an wie vielen Instanzen des Beziehungstyps bin ich beteiligt als Entity? Und bei der 1 zu n Kardinalität-Angabe frage ich mich als Entity-Typ, mit wie viel auf der anderen Seite stehe ich denn im Zusammenhang? Also ist ein kleines bisschen eine andere Sicht. Hier in dem Beispiel, stimmt's oder stimmt's nicht? Ich habe jetzt mal so einen konkreten Zustand der Datenbank aufgeschrieben. Für Mitarbeiter gibt es halt 6 Mitarbeiter, gibt 3 Räume und die arbeitet in Relation, die hat 4 Tupel. Stimmt's oder stimmt's nicht, dass das hier 0,1, 0,3 ist?
Ja, genau. Also das soll jetzt ein konkreter Zustand der Datenbank sein, wo ich sage, ich habe mir für Mitarbeiter Räume aufgeschrieben. Sie melden sich? Genau, Sie sagen, es gibt in dem Raum 1 drei Mitarbeitende, Raum 2 hat halt überhaupt niemanden zugeordnet bekommen, Raum 3 eine Person und die Personen sind nicht mehreren Räumen zugeordnet. Ich habe es nochmal hier so ein bisschen drüber geschrieben. Also Mitarbeiter 4 hat kein Büro, offenbar Homeoffice. Mitarbeiter 6 auch kein Büro. Die anderen 4 haben ein Büro. 3 davon teilen sich ein. Und ich hätte auch noch ein Büro frei. Gesundheit. Aber im Prinzip habe ich jetzt diese reale Welt beschrieben. Ich habe Kardinalitäten dran geschrieben in die Relation jetzt mit dieser Min-Max-Notation. Und wir haben es jetzt hier in diesem Zustand nochmal überprüft, dass der gerade dieser Notation entspricht. Ich dürfte jetzt aber nicht noch jemanden in Raum 1 setzen. Also wenn ihr jetzt sagt, da kommt jetzt noch Mitarbeiter 4 aus dem Homeoffice zurück, setze ich in Raum 1, müsste das Datenbankmanagementsystem sagen, geht nicht, Integritätsbedingungen, maximal 3 Personen im Raum. Das kann automatisch überprüft werden, wenn ich es hinkriege, diese Modellierung in das Datenbanksystem zu übersetzen. Ja, man könnte auch versuchen, sowas hinzuschreiben. Also wenn man sagt, beliebig viel, hatte ich schon erwähnt, könnte man einen Stern machen. Also so ein bisschen längeres Ding, dass ich sage, irgendwie verwalten Mitarbeitende meinen Rechnerpool in der Firma und ich will aber Verantwortlichkeiten klar machen. Also es gibt Mitarbeiter, die sind für Computer da verantwortlich, aber es gibt auch welche, die sind für keinen verantwortlich, weil sie es halt vielleicht nicht können oder was, keine Ahnung, oder weil sie andere wichtige Sachen machen. Und es kann aber auch sein, dass bestimmte Mitarbeitende für mehrere Computer verantwortlich sind. Ich will aber sicherstellen, dass mindestens jede Maschine von einer Person verantwortlich gewartet wird oder so. Würde man also dann diesen Realweltausschnitt in so eine Relation verantwortlich für kenntlich machen, dass man sagt, ja, so eine Mitarbeiterinstanz ist in 0 bis beliebig vielen Instanzen des Beziehungstyps vorhanden und so eine Computerinstanz aber in genau einer. Das kann ich jetzt auch ein bisschen exakter machen. Ich kann jetzt hier sagen, mindestens einer, maximal einer. Also für einen Rechner muss mindestens ein Mitarbeiter verantwortlich sein, aber auch dann nur einer. Das geht jetzt besser als mit der 1 zu n-Notation. Dass ich halt sagen kann, min und max. 0 Stern ist im Prinzip so ein Äquivalent zu n. Ne? Aber 1, 1 ist kein Äquivalent zu der 1 in der 1 zu n-Notation, weil in der 1 zu n-Notation war 1 0 oder einmal. Hier kann ich jetzt sagen, genau ein Mitarbeiter. Also ist ein bisschen mächtiger in dem Zusammenhang als die 1 zu n-Notation. Gleichzeitig, wenn ich nichts dran schreibe, meine ich immer 0 Stern. So ähnlich wie wenn ich in dem 1 zu n nichts dran schreibe, dann meine ich immer n. Das ist so das Allgemeinste, was ich hinschreiben kann. Wenn ich diese partielle Funktionalität wieder andeuten will, dann müsste ich sowas sagen wie Entity Typ 1 ist immer mit 0 oder 1. Instanzen, also jede Instanz vom Entity-Typ E1 ist 0 oder 1 mal am Beziehungstyp beteiligt. Wenn ich sagen will, es ist total, dann muss ich halt ein 1 zu 1 hinschreiben. Jede Instanz vom Entity-Typ E1 ist in genau einem Beziehungstyp-Tupel enthalten. Wenn ich rechts noch was hinschreibe, dann würde ich auch noch sagen, wie bildet es nun ab? Ist es surjektiv oder nicht? Also auf genau 1 oder nicht? Die Standardannahme ist 0 Stern, wenn ich nichts hinschreibe. Also wenn ich sage, es soll 1 Stern sein, muss ich es hinschreiben, ansonsten würde man immer 0 Stern annehmen. Jetzt ist die Frage, ist das jetzt schick oder nicht so schick, was kann ich damit anders machen? Wir hatten schon gesehen, dass manche Sachen jetzt gehen, die vorher nicht gingen, also sowas wie ein Maximum, also maximal 3 Leute im Raum, kann ich mit 1 zu n immer nur verbal daneben schreiben. Mit dieser Min-Max-Notation kann ich es einfach bei der Modellierung mit angeben. Die Semantik ist aber eben eine unterschiedliche. Also wenn ich in diesem Formalismus 1, 1 zu n, also in dieser 1 zu n Notation, dann sage ich immer, wie viele Instanzen sind denn meine beteiligten Partner? Also schaue ich so auf dieser Entity-Typ-Ebene. In diesem Min-Max, in der Min-Max-Formalisierung, also in dieser zweiten Art, da frage ich, wie viele Tupel des Beziehungstyps, an wie vielen bin ich beteiligt als konkrete Entity-Instanz? Also beziehe ich mich im Prinzip bei dem einen auf Entity-Instanzen und bei dem anderen auf Beziehungstyp-Instanzen. Das ist ein kleines bisschen eine andere Sicht, die dann dazu führt, dass sich diese Richtung eben umdreht. Also
dieses Partielle, was ich grafisch so mal mit dem Pfeil hätte andeuten können, und wenn wir sagen, dann, dass es eben n zu 1 sein soll, das dreht sich im Prinzip um. Also das n steht hier und ich bilde ab auf e2, da steht die 1 da, aber das n wandert dann sozusagen von hier in dieser Min-Max-Notation hier rüber. Dieses Nullstern ist ja quasi das Äquivalent zu beliebig viel. Beliebig viel stand hier in der ersten 1 zu n Formalisierung auf der linken Seite, wandert dann aber auf die rechte Seite, weil ich in der Art Notation sage, in wie viel Tupeln des Beziehungstyps stehe ich denn? Und das schreibe ich dann an das entsprechende, auf den entsprechenden Entity-Typ an die Seite. Also die Richtung dreht sich um. Es ist wichtig, dass man das mitbedenkt. Und der Grund ist einfach, dass man eine andere Sicht hat. Bei dem einen frage ich, mit wie vielen Entities stehe ich in Beziehung? Bei dem anderen frage ich, in wie vielen Tupeln bin ich denn enthalten? Und deswegen schreibe ich es andersrum dran. Ja, jetzt könnte man sich fragen, welche ist denn mächtiger? Oder Sie haben eine andere Frage? Genau, also die Schreibweise ist erstmal eine andere, ist eine andere Art, Kardinalitäten dran zu schreiben. Die Frage war nochmal, warum sie es umdreht. Und das ist einfach die Definition dieser Schreibweise. Also bei dem funktionalen Zusammenhang nach dieser 1 zu n-Notation, da schreibe ich die 1 auf die Seite, auf die ich abbilde. Also sind jetzt hier erstmal nur Binäre wieder, aber wir hatten es ja vorhin in dem Beispiel auch gemacht und gesagt, diese zwei Eigenschaften, Augsburg und Berlin, die haben halt gesagt, dass irgendwohin die 1 geschrieben werden muss in dieser 1 zu n-Notation. Und so analog ist es auch hier. Ich sage, ich will den funktionalen Zusammenhang klar machen, dass ich von E1 eine Abbildung auf E2 als Entity-Typ habe. Dann schreibe ich die 1 auf die Seite, wo ich ihn abbilde. Bei dieser Min-Max-Notation frage ich aber bei E2, mit wie viel E1 stehst du denn in Zusammenhang? Das ist dann genau die andere Art. Es können beliebig viele sein. Also ein E2, eine Instanz vom E2-Typ, kann in beliebig vielen R-Tupeln vorkommen. Deswegen schreibe ich 0 Stern hier hin. Die Sicht ist eine andere. Also man kann nicht dieses n zu 1 direkt übersetzen in 0,1 zu 0 Stern, sondern man muss immer überlegen, in der anderen Kardinalitäten-Denkweise, was bedeutet es, dass ich da sowas hinschreibe. Und hier bedeutet es, für ein E1 habe ich entweder kein E2-Ding oder 1. Also ich stehe mit... Wenn ich als E1-Instanz bin, stehe ich höchstens einmal in diesem Beziehungstyp. Und für ein E2 bedeutet das aber, ich kann beliebig oft in diesem Beziehungstyp stehen. Und hier bedeutet es, von einem E1 bilde ich auf ein E2 ab. Deswegen schreibe ich die 1 aber hier drüben hin. Und es können aber beliebig viele E1-Instanzen auf dasselbe E2-Ding zeigen. Deswegen schreibe ich das N hier drüben hin. Aber die Denkweise ist ein kleines bisschen eine andere. Man kann, also es gibt quasi Übersetzungshilfen. Die eine Hilfe ist halt, dass man sagt, bei so einem n zu 1 Ding wandert diese quasi n-Kardinalität einfach auf die andere Seite, weil ich anders die Richtung beschreibe. Das ist einfach eine andere Art, Kardinalitäten anzugeben und nicht so eine 1 zu 1 Beziehung, dass ich sage, da wo ein n steht, da schreibe ich jetzt 0 Stern hin. Eben genau nicht. Ja, da muss man drüber nachdenken, was konkret in der Realweltmodellierung, also bei einer dreistelligen Relation, muss ich dann fragen, was steht denn in der realen Welt dann da? Habe ich jetzt extra ausgespart, weil wird dann langsam Knoten im Kopf, wenn man dann sagt, okay, das eine darf mit höchstens 2 oder 3 von dem und 4 oder 5 von dem im Zusammenhang stehen, wird schwierig. Muss man dann im konkreten Fall gucken, bietet sich eher an, diese Notation hier für binäre, also für zweistellige. Genau. Manchmal kann man es auch gar nicht in der realen Welt so genau sagen. Dass man halt, also es ist halt selten, dass ich sage, mindestens 3, maximal 7 oder so. Aber wenn ich so einen Zusammenhang habe, ist diese Notation die geschicktere. Aber am besten ohne Knoten im Kopf kriegt man es hin für zweistellige Beziehungstypen. Jetzt können wir Sie fragen, welche ist denn mächtiger? Was würden Sie sagen? Also im Sinne von, womit kann ich mehr ausdrücken? Die 1 zu n oder die Min-Max-Notation? Wir machen mal eine Umfrage, damit Sie sich alle beteiligen. Wer sagt, 1 zu n ist mächtiger als Min-Max? Enthalten ist verboten. Okay, Gegenprobe. Wer sagt, Min-Max ist mächtiger als 1 zu n?
Wer hat sich nicht gemeldet? Da waren welche dabei, ich habe es genau gesehen. Okay, aber demokratisch hätten Sie jetzt alle gesagt, Min-Max ist mächtiger als 1 zu n. Stimmt meistens. Ein großes Problem bei Min-Max ist 1 zu 1 zu 1. Das, womit wir uns vorhin die ganze Zeit beschäftigt haben. 1 zu 1 zu 1 kriege ich mit Min-Max nicht hin. Alle anderen Sachen kriege ich leichter hin, also sowas wie mit sowas wie steht in 1 zu 1 Zusammenhang, das kann ich mit Min-Max genauer sagen. Da kann ich eben sagen, ob 0 oder mindestens einmal. Also wenn ich so einen 1 zu 1 Beziehungstyp habe, kann ich jetzt mit Min-Max dran schreiben, ob es wirklich 0, 1 auf beiden Seiten ist, so wie bei der 1 zu 1 Notation die Vereinbarung ist, oder ob es Min-Max 1, 1 zu 1, 1 ist. Also dass ich sage, es müssen immer genau zwei dann auch in diesem Beziehungstyp stehen. Und 1 zu 1, Quatsch, 1 zu n, n zu 1 geht auch genauer, hatten wir schon im Beispiel gesehen, also sowas wie 0, 3 oder so, kann ich jetzt plötzlich eine maximale Kardinalität angeben, das passt. Und n zu m kriege ich auch genauer hin. Also wenn ich sage, beliebig, ja, kann ich jetzt beliebig, aber ein bisschen präziser angeben. Das funktioniert alles, aber was ich nicht hinkriege mit Min-Max und beweisen wollen wir es hier nicht, aber was ich nicht hinkriege, ist 1 zu 1 zu 1. Also so einen dreistelligen Beziehungstyp, wo überall Einsen dran stehen, kriege ich mit Min-Max nicht hin. Das klappt nicht. Ja. Oder ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Wollen wir noch mit einem Beispiel aufhören? Wir können noch eins versuchen zu konstruieren. Ich hoffe, es klappt in 5 Minuten. Auf was bin ich? Ich bin noch auf dem. So, ich habe vorhin mal mit einem angefangen. Gucken wir uns mal an, was wir haben könnten. Wo ist mein großes Stück Kreide hier? Also, was habe ich mir vorhin überlegt? Mal sehen, vielleicht kommen wir wieder drauf. Also, wir gucken uns, glaube ich, nochmal so etwas Ähnliches an wie vorhin. Ich habe wieder eine Relation, die soll 1 zu 1, 1 zu 1 zu 1 sein. Die nennen wir mal R und die konkrete Instanz nennen wir mal klein R. Und ich schreibe ein paar Tupel auf. Und ich glaube, das sind die, die wir vorhin auch hatten, so ähnlich. A1, B1, C1. Und wir haben noch A2, B1, C2. Also es wird kein richtiger Beweis, aber man kann so ein paar Sachen händewedeln versuchen zu sehen. Und ich habe noch A1, B2, C2. Ich glaube, das ist die Variante, die wir vorhin als dann korrekteste hatten. In dieser 1 zu 1 zu 1 habe ich ja auf jeden Fall sowas wie A, B bildet ab auf C. Ne? Können wir nochmal überprüfen. A1, B1 ist was anderes als A2, B1 und was anderes als A1, B2. Also in dieser konkreten Instanz gilt dieser funktionale Zusammenhang hier wieder. Den hatten wir vorhin, glaube ich, dann schon mal gesehen. Jetzt müsste man sich fragen, was sind denn jetzt hier die Kardinalitäten, die ich min-max-mäßig dran schreiben würde? Also wenn ich das Ding in min-max-Notation hinschreiben würde und ich benutze wieder diese großen Buchstaben, könnte man irgendwie sowas probieren wie vielleicht probieren wir es mal mit 0,2 überall. Weil, wenn ich genau drauf schaue, also warum 0,2 als erste Intuition? Na, ich habe ja hier A1 und ich habe hier nochmal A1 zweimal. Ich habe hier B1, ich habe hier B1, habe ich das zweimal und ich habe hier C2 und hier nochmal C2. Also würde ich bei jedem vielleicht sagen, könnte zweimal drin vorkommen. Ne? Also wenn ich mir diese konkrete Instanz hier anschaue. Und bei C also auch sowas wie 0,2. Probieren wir das mal einfach als Min-Max-Notation für das Ding. Und dann fragen wir uns, was jetzt geht. Also 0,2 war erstmal vielleicht intuitiv deswegen okay, weil ich gesagt habe, hier gibt es welche konkrete Entity-Instanzen, die zweimal vorkommen. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie ich diese Kardinalitäten hier so dran schreibe, dass ich sage, kommt mit nur einem BC-Paar aus. Ich kann ja die Kardinalitäten nur an die konkreten Entity-Typen dran schreiben. Und deswegen schreibe ich jetzt hier erstmal 0,2 hin, weil ich sage, A1 sehe ich hier zweimal, A2 sehe ich nur einmal und A3 sehe ich gar nicht. Also sowas wie 0,2, muss auch nicht dabei sein. Und hier entsprechend 0,2 und hier entsprechend 0,2. Könnte eine vernünftige, intuitive Art sein, darüber nachzudenken. Wenn ich jetzt dann schaue, was passiert,
Könnte ich hier aus dieser, könnte ich sowas ableiten, R' wie A1, B1, C1, das ist mal nicht schlimm. Aber ich könnte aus dem hier auch ableiten, A1, B1, C2. Und wenn ich jetzt fertig bin und sage, das könnte ich jetzt hier mit diesem Schema, wo ich jetzt Min-Max 0,2 dran geschrieben habe, modellieren, müssen wir noch überprüfen, warum. Ja, A1 kommt zweimal vor, nicht schlimm. B1 kommt zweimal vor, auch nicht schlimm. Und C1 und C2 kommen jeweils nur einmal vor, auch nicht schlimm. Also in dieser auf konkrete Entity-Typen bezogenen Min-Max-Schreibweise ist das alles okay. Aber wenn man jetzt genau hinschaut, stimmt genau das hier oben nicht mehr. Diesen Zusammenhang, den wir hier oben haben wollten, den habe ich hier nicht mehr. AB, A1 und B1 bildet nicht mehr ab auf C. Also habe ich den schon mal nicht. Also in dieser relativ vernünftigen Art vielleicht zu fragen, was könnte eine Min-Max-Notation sein, habe jetzt plötzlich, wenn ich sage, das Schema, was ich vorgebe mit Min-Max, ist dieses hier, habe jetzt plötzlich die Möglichkeit, so eine konkrete Relationinstanz abzuleiten, die aber dann diese funktionale Bedingung eigentlich, also diesen funktionalen Zusammenhang, den ich von 1 zu 1 zu 1 erwarte, nicht mehr erfüllt. Jetzt könnten wir alle anderen Möglichkeiten probieren, die Ihnen noch so einfallen, und irgendwann wird man sehen, naja, es macht wenig Sinn. Also es klappt nicht. Aber einen konkreten Beweis lasse ich erstmal hier in dem Zusammenhang außen vor. Aber man könnte versuchen, mit allen anderen Arten, wie man es modellieren könnte. Man könnte ja sagen 0,1 oder so, aber wenn ich 0,1 hier sage, dann verbiete ich ja zum Beispiel, dass das A1 an zwei Stellen mal vorkommt. Das ist auch nicht das, was ich eigentlich möchte. Also ich kann mit dieser Min-Max-Notation, das Problem bei der ist halt, dass ich es nur an die Entity-Typen dran schreibe, ich kann mit der nicht was über Paare von Entity-Typen oder so sagen, was bei der 1 zu N-Notation dann eben besser ging. Insofern müsste man die Frage, die ich Ihnen gestellt habe, die wir demokratisch entschieden haben, welche ist mächtiger, beantworten mit, kann man nicht sagen. Also manche Zusammenhänge kann man mit Min-Max viel besser, gerade wenn es über binäre Geschichten geht, kann ich mit Min-Max eben viel genauer die Grenzen bestimmen. Manche Sachen kann ich aber mit Max eben gar nicht, die ich mit 1 zu n aber hinkriege. Deswegen, keine von beiden ist wirklich mächtiger. Das 1 zu 1 zu 1 kriege ich mit Max nicht hin und mit 1 zu n kriege ich aber sowas wie 3 bis 7 nicht hin. Also beide haben irgendwo Vorteile und Nachteile und jetzt muss man sich fragen, was hat man in der realen Welt? Wenn Sie jetzt modellieren und sagen, ich will sowieso nur binäre Beziehungstypen benutzen, dann ist Min-Max das Mittel der Wahl, dann kann dieses 1 zu 1 zu 1 nicht passieren, weil Sie gar keinen dreistelligen Beziehungstyp haben. Wenn Sie aber mehrstellige Beziehungstypen haben, muss man darüber nachdenken, ob man nicht spätestens bei denen dann die 1 zu N-Notation benutzt und ob man vielleicht so eine Mischform in dem R-Modell einbaut und sagt, alles Binäre mache ich mit Max und alles Nicht-Binäre, das mache ich dann mit 1 zu N. Okay, an der Stelle müssen wir wahrscheinlich dann für heute ungefähr aufhören. Wir haben noch zwei, drei Folien zu diesen Beziehungstypen und dann sind wir aber, mal gerade gucken, wie viele. Ach so, dieses Beispiel, ne, das gucken wir uns nächste Woche an. Und dann gucken wir noch ein bisschen ER-Diagramme nächste Woche hoffentlich zu Ende an und starten mit einem neuen Abschnitt. Bis nächste Woche. Gut, letzte Woche haben wir ungefähr an der Stelle hier aufgehört, dass wir uns damit beschäftigt haben, dass es zwei Formalismen gibt, um die Kardinalitäten oder die Funktionalitäten an so einem Beziehungstyp dran zu schreiben, also wie viele Entitäten von der einen Seite mit wie viel von der anderen in Beziehung stehen, beziehungsweise wie oft so ein Entity-Typ überhaupt, eine konkrete Instanz, dann in so einem Beziehungstyp vorkommen kann. Und hatten gesehen, dass das im Prinzip zwei nicht identische Schreibweisen sind. Also auf den ersten Blick scheint diese Min-Max-Notation mächtiger zu sein, aber dann hatten wir auch schon gesehen, sowas wie eine ternäre 1 zu 1 zu 1 Beziehung geht schlecht in Min-Max abzubilden, weil man das dann irgendwie mit den Kardinalitäten nicht hinbekommt. Wir wollen uns nochmal dann jetzt so ein kleines Beispiel anschauen, wo wir sowas zerlegen, sowas Ternäres, angenommen man dürfte das beim Modellieren benutzen, um dann nochmal festzustellen, dass es tatsächlich Probleme geben kann. Das Beispiel sieht im Prinzip so aus, dass wir sagen, okay, es gibt irgendwie Vorlesungen, die von Professorinnen gehalten werden und dazu gibt es Buchempfehlungen. Und angenommen, man hätte diese Buchempfehlung jetzt als so eine dreistellige Beziehung modelliert, in der eben Professor, Vorlesung und Buch die Entitäten sind und empfiehlt ist der Beziehungstyp. Kardinalitäten habe ich jetzt erstmal nicht dran geschrieben, selbst wenn man keine dran schreibt und sagt, das könnte sowas wie N zu M sein, werden wir sehen, dass es Probleme gibt.
eine natürliche Zerlegung in binäre, also angenommen, man dürfte dann jetzt nur binäre benutzen beim Modellieren oder man benutzt dann am Ende ein Datenbanksystem, in dem es eben nur binäre gibt, müsste man also diese dreistellige Sache, die ternäre Sache in binäre zweistellige Sachen zerlegen. Könnte ja sein, dass ich dafür so künstliche Sachen einfüge. Eigentlich wollte ich es gerne mit Empfiehlt modellieren. Jetzt sage ich, okay, Empfiehlt finde ich als Bezeichnung immer noch gut und ich sage dann eben, jetzt gibt es diese drei, die jeweils zwischen zwei von diesen Entity-Typen quasi den Ring bilden. Sieht jetzt erstmal auf den ersten Blick quasi identisch aus. Vielleicht nicht ganz so schick. Also das Dreistellige brauche ich weniger Zeichenkunst und muss weniger Linien ziehen. Aber ansonsten auf den ersten Blick sieht es ja immer noch so aus, als stehen Professoren und Vorlesungen und Vorlesungen und Bücher und Bücher und Professoren irgendwie in Zusammenhang. Das Problem ist, dass ich was verliere, und zwar, dass die drei Sachen zusammengehören. Das sieht man bei diesem ER-Modell drauf gucken erstmal nicht so direkt. Aber wenn wir uns vorstellen, dass wir einen Datenbankzustand haben und ursprünglich hätte ich vielleicht so einen Datenbankzustand, der ist mit einer dreistelligen Relation so modelliert, dass ich da sage, das ist eine Tabelle. In der Tabelle stehen jetzt einzelne Tupel drin, das sind dann immer Empfehlungen. Also zum Beispiel Professor Pearl empfiehlt für seine Datenbankvorlesung ein Buch, das mit der ISBN oder mit den vierstelligen 0341 ISBN-mäßig beginnt und dann die anderen habe ich weggelassen. Der Herr Pearl empfiehlt auch noch für seine Vorlesung IT-System ein Buch, das ist die 2305 und die werden auch von Frau oder Herrn Graham für Datenbanken und IT-Systeme empfohlen. Also diese 2305, das soll hier andeuten, dass das immer dasselbe Buch ist, das gleiche Buch, also immer empfiehlt den gleichen Titel. Und dieses Datenbank-Vorlesungsbuch von Pearl soll ein anderes sein, soll man über diese ISBN sehen. Wenn ich jetzt quasi die Zerlegung, die ich im R-Modell gemacht habe, nachvollziehe auf den Tabellen und sage, okay, es gibt jetzt drei, also nicht nur eine Tabelle, diesen, wo die Tupel sozusagen dreistellig sind, sondern es gibt jetzt drei zweistellige Beziehungen, können wir sagen, okay, Professorinnen und Vorlesungen, ja, Pearl hält Datenbanken, Pearl hält IT-Systeme, Graham hält Datenbanken und Graham hält IT-Systeme, beziehungsweise empfiehlt für diese Vorlesungen Bücher. Okay? Guckt man drauf, was für Bücher empfohlen werden, aber das ist jetzt zweistellig, also nur zwischen Professoren und Büchern. Pearl empfiehlt zwei verschiedene Bücher, 0341 und 2305. Graham empfiehlt nur 2305. Okay, also diese Entsprechung zu diesen Buchempfehlungen, die ich hier tatsächlich in diesem dreistelligen hatte. Und dann gibt es ja noch diesen zweistelligen Beziehungstyp Vorlesung und Buch, also welches Buch wird zu welcher Vorlesung empfohlen. Da sieht man jetzt, für Datenbanken wird die 0345 empfohlen und für IT-Systeme die 2305. Und für Datenbanken aber auch nochmal die 2305. Wenn man jetzt genau drauf schaut, sieht man, okay, es ist gut zerlegt. Also alle Sachen, die oben in dem Dreistelligen gelten, gelten auch unten in dem Zweistelligen. Das Problem ist, dass die Rückrichtung nicht eindeutig ist. Also wenn ich jetzt unten zum Beispiel mal so ein bisschen was ausgraue und sage, wir schauen uns mal nur eigentlich die Buchempfehlung von Pearl für Datenbanken an. Eigentlich sollte da jetzt rauskommen, dass die 0345 empfohlen wird von Herrn Pearl. Wenn ich jetzt aber sozusagen alles wegprojiziere, wo nicht Pearl oder Datenbanken drinsteht, bleibt trotzdem sowas übrig wie Pearl Datenbanken, Datenbanken 2305 und Pearl 2305. Das ist aber gar nicht das Buch, was der Pearl für Datenbanken empfohlen hat. Also wenn ich das sozusagen so von unten nach oben wieder versuche zusammenzusetzen, gibt es plötzlich ein neues Tupel oben. Das also Pearl jetzt zwei verschiedene Bücher für die Datenbankvorlesung empfiehlt. Das nennt man, das also ein bisschen unintuitiv zu diesem Beispiel, wo jetzt was mehr dazu kommt, aber es ist ein Verlust entstanden. Man meint damit einen Informationsverlust. Ich weiß jetzt nicht mehr, wenn ich sozusagen diese Zerlegung in die Binären gemacht habe, kann ich nicht mehr genau die Informationen herstellen, die ich bei der dreistelligen Beziehung eigentlich hatte. Kann mir jetzt also keiner sagen, ob jetzt das der Ausgangszustand war, wenn man jetzt nur auf oben drauf schaut, oder das der Ausgangszustand war, um unten es zu erzeugen. Ist nicht eindeutig. Man sagt dann, das ist also keine verlustlose Zerlegung gewesen oder die Verbundtreue ist nicht erhalten worden. Also dass die drei Sachen miteinander verbunden sind. Das ist jetzt nicht so passiert, dass es tatsächlich dieselben Informationen darstellen. Erstes Problem, es gibt noch ein zweites Problem, es verbietet mir jetzt eigentlich auch keiner hier unten zu sagen, ja, es gibt vielleicht noch für die Vorlesung Webservices ein Buch, aber irgendwie brauche ich jetzt gar nicht anzugeben, wer die Vorlesung eigentlich hält. Also ich kann jetzt unten irgendwie einen Tupel einfügen und weiß jetzt aber nicht, wie ich das in der dreistelligen Relation dann darstellen hätte sollen.
Auch das ist ein Problem. Also wann immer, wir hatten es letzte Woche schon gesehen, 1:1:1 zum Beispiel als Kardinalität, kriege ich nicht in Min-Max hingeschrieben, ist schon mal ein Problem. Aber wann immer man dreistellige Beziehungstypen hat, kriegt man die auch nicht immer verlust- bzw. verlustfrei oder verbundtreu in zweistellige übersetzt. Das ist ein Problem, wenn man mehrstellige Beziehungstypen beim Modellieren im R-Modell benutzt. Man müsste jetzt also immer noch irgendwie was dazu schreiben, verbalen Text, der das Modell ergänzt, sodass man sagt, bestimmte Sachen sind eben verboten bei dem Zerlegen. Aber es ist nicht ganz so einfach. Und das, was man eigentlich schön modelliert hatte, so eine dreistellige Beziehung, funktioniert dann also tatsächlich irgendwie nicht so richtig, wenn man es in zweistellige zerlegt. Wir werden das später nochmal wahrscheinlich immer mal wieder benennen als verlustlose Zerlegung oder die verbundtreue Zerlegung, wenn man eben aus einem ER-Modell dann tatsächlich Relationen machen möchte und gegebenenfalls auf Datenbanksystemen das machen muss, wo eben nur binäre Beziehungstypen erlaubt sind. Wir hatten letzte Woche so einmal ganz kurz angesprochen, ein sehr bekanntes in Anführungsstrichen Datenbanksystem ist RDF. Also RDF ist ja so eine Art Beziehungen aufzuschreiben, also sind immer nur binäre Beziehungen, wird im Web sehr weit verbreitet benutzt, im Prinzip für alle möglichen Knowledge-Graphen, die da irgendwelche Internetkonzerne oder auch Wikidata oder sowas haben. Da kann ich nur binäre angeben. Wenn ich jetzt also so ein Ding modellieren will, wie diesen dreistelligen Beziehungstyp, den wir eben angeschaut haben, das geht in RDF gar nicht. Müsste ich also irgendwie versuchen, in binär darzustellen und dann haben wir schon im Hinterkopf, das kann Probleme geben. Also dreistellig oder auch mehrstellig schwierig, wenn ich dann binär draus machen muss. Wir sind noch nicht ganz durch mit dem ER-Kapitel, aber wir haben jetzt so ein bisschen gesehen, Kardinalitäten sind wichtig, Kardinalitäten kann ich nicht gut erhalten. Wenn ich mehrstellige Beziehungen habe, könnte das gegebenenfalls ein Problem sein, aber die Welt ist halt nicht so einfach, dass alles nur binär ist, obwohl man es als Informatikstudent oder informatikaffin irgendwie studierende Person natürlich immer gerne binär hätte, weil alles Nullen und Einsen eigentlich sind, aber so ist es dann tatsächlich doch nicht. Es gibt noch ein paar weitere Konzepte, die beim Modellieren sehr hilfreich sind, über die wir uns dann auch später beim Umsetzen in das relationale Modell, also ein datenbanknäheres Modell, dann nochmal unterhalten müssen. Eins ist beispielsweise sowas wie existenzabhängige Entity-Typen. Manchmal sagt die Literatur auch schwache Entity-Typen dazu. Klingt so ein bisschen abwertend, deswegen nennen wir es hier in der Vorlesung existenzabhängig. Das sind Entity-Typen, die es eigentlich nur gibt, wenn es auch eine übergeordnete Entität gibt. Klingt sehr abstrakt. Also irgendwie sind die abhängig von einem übergeordneten Entity-Typ und eigentlich gibt es das Ding immer nur, also von diesem untergeordneten, von diesem existenzabhängigen Entity-Typ, das kann es immer nur geben, wenn es auch einen übergeordneten Typ gibt. Klingt sehr abstrakt, was könnte es sein? Ein klassisches Beispiel aus der realen Welt sind irgendwie Raumnummern, die in Gebäuden vergeben sind und eigentlich ist so ein Raum immer nur dann konkret identifizierbar, wenn ich auch sage, in welchem Gebäude das ist. Wenn ich sage, Hörsaal 3, den gibt es halt dann an so einer Uni normalerweise mehrmals. Wir sind jetzt hier zwar gerade in einem, aber der wird dann nur eindeutig, wenn ich sage, was eigentlich der Gebäudename noch ist, beziehungsweise die Adresse, Karl-Zeiss-Straße oder sowas. In Hörsaal 3 gibt es aber eben zum Beispiel auch noch am Fröbelstieg oder so. Also da muss man aufpassen. Wenn man sowas modelliert, gibt es eine Möglichkeit, das direkt nicht als normalen Entity-Typ zu modellieren, sondern zu sagen, Raumnummern, die sind abhängig von Gebäuden. Und dann macht man das im ER-Modell kenntlich, ja, da es aufgezeichnet wird, mal zeige ich lieber mit der Maus, indem man zwei Linien drum macht, um diesen Beziehungstyp und auch von der Kante des existenzabhängigen Entity-Typs zum Beziehungstyp. Angedeutet ist jetzt hier so eine Art, nicht Schlüssel, deswegen ist es hier gestrichelt im ER-Modell. Die Raumnummer ist natürlich im Gebäude hoffentlich eindeutig, aber so ein Raum selbst ist eben dann nur eindeutig identifizierbar, wenn ich es zusammensetze mit dem Schlüssel für das Gebäude, in dem der Raum ist. Also die existenzabhängigen Entity-Typen haben keinen eigenen Schlüssel für sich, sondern immer nur einen in Verbindung mit dem von dem Obertypen abgeleiteten. Typischerweise muss man dann also existenzabhängig immer die 1 bei dem Typen von dem übergeordneten Typen hinschreiben, weil so ein Raum beispielsweise, wenn man sich intuitiv vorstellt, derselbe Raum, den gibt es halt nur einmal. Und den gibt es nur in genau einem Gebäude. Aber ein Gebäude kann natürlich viele Räume haben. Also so eine existenzabhängigen Typen haben immer eine 1:1 Beziehung zu dem übergeordneten Typen oder eine n:1 Beziehung, aber auf keinen Fall n:m. Also die Kardinalität bei existenzabhängigen ist immer zum übergeordneten Typ, da steht die 1 dran. Und ob es dann 1:1 oder n:1 ist, das hängt so ein bisschen davon ab, was es ist. Aber wenn Sie irgendwie einen n zu n Zusammenhang mit einem existenzabhängigen Typ modellieren wollen, dann ist da irgendwas falsch. Das widerspricht dem Modellbegriff. N zu m kann es nie sein.
Man macht es also durch diese zwei Striche kennzeichnend. Sollte man dran schreiben, ansonsten ist es nicht klar. Also ist so quasi einfach diese Konvention, die man da hat. Ja, ich glaube, die Sachen hier habe ich alle im Prinzip gesagt. Niemals N zu M, das ist das Wichtige, was man sich bei Existenzabhängigen merken muss. Ein Analogon ein bisschen zu Existenzabhängigen wären auch Sachen, die man so vielleicht vom objektorientierten Programmieren kennt, dass man so sagt, ja, manche Sachen kann ich von anderen ableiten und dann sollte ich vielleicht deren Eigenschaften erben oder so, wenn man solche an so ein Taxonomien zum Beispiel denkt, wo sich das immer weiter spezifiziert, wie weiter man unten in so einer Taxonomie ist. Das hilft dann also, Entity-Typen zu strukturieren, wenn man sagt, ja, es gibt irgendwie einen Entity-Typen, beziehungsweise es gibt viele Entity-Typen, zum Beispiel Menschen, die hier irgendwie rumlaufen und an der Uni haben die vielleicht verschiedene Funktionalitäten. Manche sind hier zum Studieren, manche unterrichten hier, manche arbeiten hier in einem anderen Zusammenhang. Das sind alles irgendwie wahrscheinlich Personen, die mit der Universität zu tun haben. Die haben alle wahrscheinlich irgendwie Personalausweisnummer oder sowas und das wären dann Eigenschaften, die ich sozusagen rausziehen kann. Das meint hier auf dieser Folie der Begriff faktorisieren, also quasi ausklammern. Dann sage ich, schaffe jetzt so einen Oberbegriff und die Unterbegriffe, die erben von dem Oberbegriff, so ähnlich wie beim objektorientierten Denken, die Eigenschaften, die sie dann da haben. Und so Untertypen können dann natürlich noch andere Eigenschaften haben, die sie konkretisieren. Also beispielsweise haben nur Studierende an der Uni eine Matrikelnummer, die Mitarbeiter haben halt dann eine Personalnummer oder so, aber irgendwie haben wahrscheinlich alle zusammen eine ID, die sie kennzeichnet. Beispielsweise Personal- oder Sozialversicherungsnummer oder sowas. Personalausweisnummer oder Sozialversicherungsnummer. Solche Spezialisierung schreibt man auch quasi als Beziehungstyp hin, aber da ist so die Vereinbarung, dass man da mindestens sowas reinschreibt wie ist oder ist er, also so etwas ist etwas anderes. Und dann gibt es natürlich wahrscheinlich mehrere Beziehungstypen, die denselben Namen haben, die aber immer zwischen verschiedenen Entity-Typen sind. Wenn man jetzt was Größeres aus der realen Welt, einen größeren Ausschnitt modelliert, gibt es dann mehrere solche Ist-Beziehungstypen. Aber zum Beispiel könnte man sagen, Prüfer ist ein Mitarbeiter an der Uni oder Mitarbeiterin. Und dann gibt es beispielsweise die Personalnummer und das Institut, an dem da jemand arbeitet. Das wären so die faktorisierten Attribute und für jeden Prüfer selbst ist dann wahrscheinlich das Fach irgendwie was, was ihn eigen macht, eigentlich kennzeichnet. Und die Schlüsselattribute, die erbt man aber, also beispielsweise die Personalnummer, erbt man dann aber wahrscheinlich von dem Typen, von dem man abgeleitet wird. Die schreibt man dann im R-Modell nicht nochmal extra hin. Also es ist jetzt hier so, dass das Lesen dieses Beziehungstyps ist, einem hilft zu sagen, okay, alle Attribute, die auf der rechten Seite stehen, habe ich hier links eigentlich auch, aber ich schreibe sie nicht nochmal extra hin. Wir sind ja sozusagen faul und wollen uns viel Schreibarbeit sparen. Das ist meistens nützlich, wenn man solche Zerlegungen von solchen Obertypen in Untertypen macht. Wichtig ist dabei, dass man quasi diese Vererbung so ein bisschen analog zu der objektorientierten Denkweise hat. Also alles das, was der Obertyp hat, das hat der Untertyp dann auch. Und wenn wir das Ganze dann im nächsten Vorlesungsabschnitt ins relationale Modell übersetzen werden, müssen wir dann ein bisschen besonders drauf achten. Das sind also Beziehungen bzw. Entity-Typen, bei denen ich ein bisschen aufpasse, was passiert, wenn ich das Ganze ins relationale Modell übersetze. Werden wir dann so in ungefähr 100 Folien oder so dann wiedersehen, dass es tatsächlich so ein kleines Problem ist. Vielleicht sind es auch 110 Folien. Kein Problem, sondern dass man es gesondert behandelt, nicht wie einen ganz normalen Entity-Typ. Das Ganze schreibt man so auf, dass man dazwischen ist schreibt und auch so eine funktionale Abhängigkeit, also dass man diesen Pfeil hier setzt. Man meint damit dann eben, dass in einem beliebigen Zustand von so einer Datenbank ist das, was ich in dem Entity-Typ 1 sehe, also der Untertyp von dem Obertyp ist, ist dann immer eine Teilmenge von dem Obertyp. Man würde sowas schreiben, wenn man es vielleicht verbal machen sollte, sowas wie ist in Großbuchstaben oder im Modell schreibt man in diesem Beziehungstyp halt ist in Großbuchstaben oder ist er oder so, das ist so ein bisschen Geschmackssache, aber so, dass es deutlich ist, dass es also eine Spezialisierung sein soll, beziehungsweise eine Generalisierung, je nachdem, wie rum man liest. Frage? Sie meinen, statt ist gleich hinzuschreiben? Na, das wäre ein bisschen komisch, weil es ist ja nicht dasselbe oder nicht das Gleiche. Nee, dann würde ich ja sagen, es ist exakt dasselbe. Aber zum Beispiel, Sie sind ein Mensch, aber nicht alle Menschen sind Sie oder so. Nee, die Kardinalität ist relativ klar, dass jedes Ding, was sozusagen etwas anderes ist, eine Zu-Eins-Beziehung hat. Aber es ist quasi, man kann sich das so vorstellen wie eine Zerlegung. Also Sie haben eine große Menge von E2-Sachen
Und die E1-Sachen sind Teile davon. Deswegen steht hier auch diese Teilmengenbeziehung im Prinzip immer mit da. Also alles, was ich in E1 finde, muss es auch in E2 geben. Also jedes Ding, was E1 ist, muss auch E2 sein. Ich mache gleich mal ein Beispiel für diese disjunkte oder die vollständige Spezialisierung. Wenn Sie sich zum Beispiel sowas vorstellen wie, also als Zerlegung. Eine Zerlegung ist immer eigentlich disjunkt, aber wir meinen damit auch, dass es sich überlappen kann hier in dem Datenbanksprech. Mit disjunkt sage ich alle die Untertypen, wenn ich die zusammenfasse, beziehungsweise wenn ich die Mengen der Untertypen, könnten ja mehrere sein, die von E2 irgendwie Untertyp sind, wenn ich die miteinander vergleiche, dann werde ich kein Ding finden, was in beiden drin ist. Also beispielsweise sowas wie E2 sind, keine Ahnung, Tonträger oder so und ich sage jetzt für E1, das eine Ding sind ganz alt Kassetten und Schallplatten und CDs und DVDs und USB-Sticks und vielleicht andere Sachen, dann sind das alles unterschiedliche Untertypen, aber alles sind irgendwie Tonträger. Oder ich sage sowas wie E2 sind Tiere und dann gibt es halt Säugetiere und Insekten und für Insekten gibt es, was weiß ich, Fliegen oder so und für Säugetiere gibt es Menschen, Kühe, Pferde und so weiter. Das sind dann also alles immer Dinge, die sich sozusagen immer weiter spezialisieren. Jedes Ding von unten ist dann eine Instanz von dem von oben, aber nicht jedes von oben ist eine Instanz von unten. Das ist so die Grundidee, dass die Sachen, die ich weiter unten in dieser, man sagt manchmal auch Taxonomie dazu, in so einer Taxonomie stehen habe, dass die irgendwas gemeinsam haben, aber auch etwas, was sie alleinstellend macht. Und das Ding, was weiter oben steht, hat dann weniger von den Eigenschaften, die unten dann spezieller geworden sind. So eine Spezialisierung könnte auch vollständig sein. Also wenn ich jetzt bei den Tonträgern sozusagen immer weiter aufzähle, irgendwann habe ich wahrscheinlich alle aufgezählt oder irgendwann alle Tiere, ist ein bisschen schwierig, weil da gibt es so viele. Aber man könnte auch fragen, ist es denn überhaupt vollständig oder habe ich bei so einer Teilmengensicht gar nicht alle Dinge aufgezählt? Man könnte ein anderes Beispiel bringen und sich fragen, wo sind meine Kreide? Nicht das, aber für das Beispiel könnte man sich fragen, für E2 vielleicht sowas wie Vierecke und für die E1-Seite, sagen wir mal E1,1, also soll quasi mit einem Komma sein, sage ich, das sind Rechtecke und E1,2 sind Quadrate. Mitmachfrage an Sie, habe ich was Disjunktes, was Vollständiges, was nicht Disjunktes, was nicht Vollständiges, was habe ich denn angeschrieben, wenn ich sage, es gibt nur die zwei. Also das hier, hoffentlich weiß das noch jeder, das hier sind Untertypen von diesem hier. Also Rechtecke und Quadrate haben vier Ecken, also würde ich die als Vierecke bezeichnen. Habe ich alle Vierecke aufgezeichnet oder gibt es noch andere? Und wie sieht es aus? Überschneiden sich die zwei oder nicht, wenn Sie so in Mengensicht denken? Ja? Warum das denn? Ich dachte, ich habe zwei verschiedene Sachen hingeschrieben. Okay, jedes Quadrat ist auch ein Rechteck. Also hätte ich eigentlich, wenn ich ein bisschen genauer hätte sein wollen, noch sagen können, Quadrate ist Rechteck oder also Quadrat ist Rechteck. Wahrscheinlich mache ich es lieber so. Irgendwann hatte ich Ihnen, glaube ich, gesagt, Singular sollte man vielleicht benutzen. Danke fürs Erinnern. Also Quadrat ist ein Rechteck, Rechteck ist ein Viereck. Wenn ich aber die Zerlegung so mache, dass ich sage, die sind auf derselben Ebene, dann sind die auf jeden Fall nicht disjunkt. Okay? Ist es vollständig? Sie wieder? Ja? Oh, Trapez habe ich vergessen. Ja, also die Antwort ist richtig, nein. Also irgendwie, was ist denn eigentlich ein Trapez? Ist das hier sowas? Sowas habe ich vergessen, sozusagen, mitzumodellieren. Beziehungsweise vielleicht gibt es das in der Welt nicht. Aber man kann quasi, wenn man diese Unter- oder diese Generalisierung, Spezialisierung hat, kann man beliebige Sachen kombinieren und sagen, ja, das überschneidet sich. Aber hier gibt es dann also, das hier liegt quasi komplett hier drin, aber es gibt Rechtecke, die nicht hier drin liegen. Ist aber trotzdem also ein nicht leerer Durchschnitt. Und Trapez habe ich irgendwie nicht mitmodelliert. Okay, also disjunkt und vollständig muss nicht jede Generalisierung, Spezialisierung sein. Speziell vollständig kriegt man nicht in jedem Zusammenhang hin, weil manchmal gibt es halt Sachen, die man nicht mitmodellieren will. Und disjunkt muss es auch nicht unbedingt sein. Es muss aber auch nicht so sein, wenn es nicht disjunkt ist, dass es quasi komplett ineinander enthalten ist. Grafisch gibt es zwei Arten, das zu notieren. Bis jetzt hat man eigentlich immer nur diese obere hier auf den 3, 4 Folien vorher. Großgeschrieben ist also All Caps ist mit so einem Pfeil also dran, dass man also diese zu 1 Beziehung andeutet. Sie erinnern sich, mit sowas hier meine ich immer zu 1, diesen funktionalen Zusammenhang. Muss ich dann wahrscheinlich gar nicht immer hinschreiben.
Aber es gibt noch die alternative Notation, wo man den Beziehungstyp quasi 2, 4, 6-eckig macht und dann sowas wie is-er reinschreibt. Also je nachdem, ob Sie sagen, Sie wollen is-er schreiben oder ist, könnte man sich entscheiden, ob man einen normalen Beziehungstyp oder eben diesen sechseckigen benutzt. Idee ist aber immer, dass man einen Pfeil setzt, um zu sagen, was ist denn Teil, beziehungsweise was ist denn Spezialisierung von was oder umgedreht, was ist Generalisierung von was. Und der Pfeil geht immer von der Spezialisierung zur Generalisierung. Mitdenken immer dabei, die Attribute, die bei dem generalen, generelleren Typen dranhängen, die hängen eigentlich auch hier dran, man schreibt sie nur nicht mit hin. Platz gespart. So ein bisschen am Ende vom ER-Modell. Wir kommen gleich nochmal so ein bisschen dazu, was eigentlich passiert, wenn jetzt verschiedene Leute was modelliert haben. Ich wollte noch einen Hinweis geben. Man kann nicht alles grafisch darstellen. Also wenn Sie die reale Welt modellieren, irgendwann stößt das ER-Modell an seine Grenzen. Es gibt zwar diese existenzabhängigen Entity-Typen und es gibt diese Generalisierung, Spezialisierung. Damit kommt man schon recht weit. Was man nicht gut machen kann, sind manche Integritätsbedingungen, speziell die für Operationen. Also wenn ich so weiß, in meiner realen Welt, bei einer Gehaltsveränderung in meinem Personalstammdatensatz oder so, Gehälter dürfen nie sinken, sondern die müssen immer steigen oder so. Sowas kann ich im ER-Modell gar nicht darstellen, grafisch. Das muss ich hinschreiben. Also neben den meisten ER-Modellen hat man auch immer noch so einen kleinen Textteil, hoffentlich nicht zu groß, in dem man solche Integritätsbedingungen, also was ist okay für die Datenbank, was möchte ich von der Datenbank fordern, indem man sowas aufschreibt. Oder vielleicht auch sowas wie, man irgendwie den Familienstand aufschreiben will und sagt, okay, von ledig zu geschieden oder verwitwet geht gar nicht. Also dass man da muss man zwischendrin mal verheiratet gewesen sein, wenigstens kurz oder so. Dass man sowas als Integritätsbedingung aufschreibt, das geht nicht, direkt im ER-Modell hinzuschreiben. Da habe ich zwar so ein Attribut wie Familienstand, aber ich muss dann noch dazu schreiben, Integritätsbedingung ist, bestimmte Zustandsübergänge sind nicht erlaubt. Oder beim Gehalt habe ich als Attribut dran geschrieben, aber ich muss noch daneben schreiben, wenn man das Gehalt verändern will, es darf nur steigen, weil das in der Firma Politik ist. Also gewisse Grenzen gibt es und für die Grenzen haben wir dann aber das natürlich Sprachliche, aber da erinnern Sie sich hoffentlich auch an andere Vorlesungen. Natürlich sprachlich ist nicht immer eindeutig. Sprache ist sehr, sehr mehrdeutig und redundant. Was verschiedene Leute für denselben Text interpretieren, das kann manchmal unterschiedlich sein. Also muss man sich versuchen zu einigen mit jemandem, der zum Beispiel sagt, modellier mir mal ein Datenbank-ER-Schema für Weltausschnitt X. Ob die Person oder die Firma, die das von Ihnen möchte, genau dasselbe drunter versteht wie Sie. Das typische Modellierungsproblem. Zwei Leute gucken auf dasselbe Modell und verstehen da was anderes drunter. Die ER-Modellierung selbst, die ist relativ standardisiert, aber sobald man Integritätsbedingungen mit verbalen Ausdrücken dran schreibt, ist halt der Standard dann irgendwie verlassen. Wie kriegt man das jetzt hin, wenn man jetzt nicht nur so etwas Kleines hat wie Datenbankausschnitt der Welt für irgendjemand empfiehlt für seine Vorlesung Bücher oder so, das kriegt man relativ schnell modelliert. Könnte ja sein, dass es ein größeres Team gibt, was irgendwie was modelliert, oder es ist ein größerer Weltausschnitt, den Sie modellieren sollen und das dauert dann ein bisschen länger. Modellieren dauert normalerweise eben nicht nur 2 Stunden, sondern auch mal sehr, sehr viel Zeit. Sie erinnern sich so ein bisschen dran, wir gehen hier quasi nach dem Wasserfallmodell vor, ganz am Anfang der Vorlesung mal kurz angestrichen. Das ist so eins der ältesten Vorgehensmodelle, was es gibt und hat damit eine ganze Menge Nachteile gegenüber den moderneren Sachen. Das, was man beim ER-Modellieren falsch macht, wird danach ganz schwer wieder zu reparieren. Sobald man irgendwann die Datenbank gebaut hat, ist es sehr teuer, wenn einem dann einfällt, im ER-Modell hätte ich da eigentlich an der Stelle lieber das gemacht. Also sollte man lieber genug Zeit zum Modellieren aufwenden als zu wenig. Die reale Welt ist irgendwie so eine Wolke, ne? Damit will ich mal so andeuten, dass es so ein bisschen blurry ist, also was da zwei Leute reinlesen, ist immer so ein bisschen unterschiedlich und irgendwie wird über ein ER-Modell eine verschiedene Sicht auf die reale Welt gesetzt und die Sicht, die schneidet immer so ein bisschen was aus der realen Welt aus und fügt ein bisschen was hinzu vielleicht. Das sind jetzt hier in dem Beispiel 5 Sichten auf dasselbe Problem. Stellen wir uns vor, irgendwie Sie sollen ein Datenbanksystem für die ganze Uni bauen. In so einer Uni gibt es Bibliotheken, Vorlesungen, irgendwie schreiben Leute Abschlussarbeiten oder so. Das sollte alles da drin sein. Und vielleicht haben Sie sich entschieden, im Laufe des Modellierens zu sagen, okay, ich modelliere einfach erstmal den Teil mit Vorlesungen, ich modelliere den Teil mit Abschlussarbeiten, ich modelliere den Teil Mitarbeiter der Uni oder so. Und das sind erstmal unterschiedliche Sachen. Wenn Sie das alles selber gemacht haben, haben Sie manchmal den Überblick, was Sie für Begriffe beispielsweise benutzt haben, wenn das 2 oder 3 verschiedene Leute waren aus dem Team, das das ER-Modell entstehen lassen sollte, dann könnte es dazu führen, dass jemand sagt, ich benenne den Sachverhalt X mit einem Bezeichner
A und jemand anders sagt für denselben Sachverhalt, ach, den Bezeichner wähle ich mal B. Muss man so ein bisschen aufpassen, ob man verschiedene Dinge verschiedenartig benannt hat, das wäre gut, oder ob man gleiche Dinge mit den gleichen Begriffen benannt hat, das wäre auch gut, oder ob man verschiedene Dinge mit den gleichen Begriffen benutzt hat. Das wäre nicht so gut. Also muss man aufpassen, ob man, wenn man denselben Begriff benutzt, tatsächlich dasselbe meint. Außerdem müsste man so ein bisschen drauf schauen, ob man dasselbe vielleicht an drei Stellen in unterschiedlichen Fassungen modelliert hat, gerade in Sicht 1 vielleicht und in Sicht 3 dann nochmal. Muss man auch so ein bisschen schauen, ob das passt. Und auch sowas wie ja, Synonyme, Homonyme, das ist im Prinzip die Frage, so ein Standardhomonym ist so ein Begriff wie Bank. Meine ich damit das, wo ich mich draufsetzen will oder das, wo ich mein Geld vielleicht habe? Also das ist so ein Homonym, ist ein Begriff, der hat die gleiche Schreibweise und bedeutet aber in unterschiedlichen Kontexten was Unterschiedliches. Synonyme, ja, unterschiedliche Schreibweisen, die aber auf dasselbe Konzept eigentlich hindeuten. Da muss man so ein bisschen im Hinterkopf haben, Synonyme gibt es eigentlich ganz wenige, die wirklich immer in jedem Kontext, also in jedem Zusammenhang, Wörter sind, die tatsächlich dasselbe bedeuten, gibt es ganz wenige von. Aber im Prinzip muss man da nochmal mit einem scharfen Blick drauf schauen. Klingt jetzt auch wieder sehr abstrakt, aber es ist einfach bei großen Anwendungen so, dass man es eigentlich immer am Ende nochmal einmal alles gemeinsam mit dem Team durchgehen muss und sagen muss, passt das jetzt? Wir gucken gleich ein konkretes Beispiel an, wenn das noch im Moment ein bisschen abstrakt ist. Ich fasse also die Sichten dann irgendwie alle in ein großes Datenbankschema zusammen. Beim Modellieren war es angenehm, immer nur kleine Teilausschnitte der realen Welt in kleinen Teilmodellen zu haben, aber irgendwann muss ich am Ende alles zusammenbringen. Da gehe ich schrittweise vor und sage, okay, ich nehme erstmal zwei Sichten, packe die zusammen, und dann nehme ich vielleicht zwei andere Sichten, packe die zusammen und dann nehme ich die zwei Paare, die ich zusammengepackt habe und packe die wieder zusammen, je nachdem, was sich gerade als nächstes irgendwie anbietet. Typische Problemfälle sind also Sachen, dass man irgendwie mit unterschiedlichen Benennungen das Gleiche meint oder mit gleichen Benennungen unterschiedliche Sachen meint. Oder dass man einmal sagt, ich habe es irgendwie als Entity-Typ modelliert, einmal als Beziehungstyp, denselben Sachverhalt. Muss man gucken, ob das wirklich Sinn macht dann beim Umsetzen in ein Modell, dass es das zweimal gibt. Meistens macht das keinen Sinn. Es ist also ein struktureller Widerspruch, die Struktur ist unterschiedlich. Man könnte Funktionalitätsangaben vielleicht in verschiedenen Sichten unterschiedlich angegeben haben, weil es jemand anderes war. Datentypen, so ein Klassiker, könnte vielleicht nicht passen. Oder auch irgendwas als Schlüssel sein, was tatsächlich sachlogisch kein Schlüssel ist. Also wenn Sie zum Beispiel eine Personaldatenbank haben und aktuell arbeiten in der Firma nur drei Leute mit unterschiedlichen Namen oder unterschiedlichen Familiennamen sogar nur, dann könnte Familienname ein Kandidat dafür sein, Schlüssel zu sein. Wir sind ja gerade alle unterschiedlich. Wenn die Firma aber irgendwann wächst, entsteht irgendwann mal der Clash. Also dass dann vielleicht jemand mit demselben Familiennamen dazukommt, bräuchte man eigentlich sachlogisch schon von Beginn an irgendwas wie eine Personalnummer. Also solche Geschichten muss man dann nochmal genau prüfen, wenn man drüber schaut. Machen wir es ein bisschen konkret, jetzt nicht mit einer Riesenanwendung, soll ja auf einen so eine Folie hier passen, aber irgendwie ein Ausschnitt aus einer Universitätsdatenbank. Irgendwie werden Dokumente erstellt, also Sie verfassen irgendwann mal Abschlussarbeiten, Doktoranden verfassen Dissertationen, Professoren vielleicht irgendwie Bücher oder so. Dann gibt es eine Bibliotheksverwaltung. Ups. Die irgendwie diese Dokumente dann wahrscheinlich irgendwie verwalten soll und vielleicht gibt es Buchempfehlungen zu Lehrveranstaltungen. Also irgendwie hat das alles jetzt was mit Dokumenten vielleicht zu tun, erstmal nur diese Sicht. Personal können wir aber damit auch irgendwie noch verbinden. In der Erstellung von Dokumenten hat vielleicht jemand aus Ihrem Team sowas modelliert wie Studierende schreiben Masterarbeiten, Bachelorarbeiten auch, aber ist jetzt hier, passt nicht auf die Folie. Dann gibt es vielleicht Assistenten oder typischerweise so Doktoranden oder Postdocs, die betreuen die Masterarbeiten, die verfassen aber selber, wenn sie noch Doktoranden sind, eine Dissertation und Professoren, die bewerten mindestens die Dissertation und vielleicht auch die Masterarbeiten, ist jetzt hier nicht mitmodelliert. Aber irgendwie gibt es Personen und es gibt tatsächlich Dokumente, die erstellt wurden. Okay? Klingt jetzt erstmal nicht so dramatisch verkehrt. Das, was auffällt, wenn man sich das R-Modell anschaut, irgendwie gibt es zumindest bei den Personen keine Schlüssel. Attribute, gibt überhaupt keine Attribute, also könnte man vielleicht da nochmal drüber nachdenken, ob das gut modelliert war. Und bei den Arbeiten ist auch die Frage, ob Titel jetzt ein gutes Attribut ist oder nicht. Na, dann nochmal schauen. Wenn man sich den Weltausschnitt Bibliotheksverwaltung anschaut, hat wahrscheinlich jemand irgendwie sowas modelliert wie so eine Bibliothek, die gehört vielleicht zu einer Fakultät oder ist es die allgemeine? Müsste man irgendwie dann wahrscheinlich dann die allgemeine dran schreiben. In so einer Bibliothek werden Dokumente verwaltet, beziehungsweise die Bibliothek besitzt Dokumente, ist jetzt so die Frage, ob das ein guter Bezeichner beispielsweise war, wenn man genau drauf schaut. So ein Dokument hat eine Signatur, Autortitel und Erscheinungsjahr, okay. Unimitglieder können Dokumente entleihen aus der Unibibliothek,
oder aus einer Fakultätsbibliothek. Da gibt es ein Datum dran, soll wahrscheinlich das Entleihdatum sein. Könnte man sich fragen, ob der Bezeichner geschickt gewählt war. Und Unimitglieder können Bibliotheken leiten. Also irgendjemand, der eine Bibliothek, eine Fakultätsbibliothek leitet, ist auch wahrscheinlich eigentlich immer mitarbeitende Person an der Uni. Klingt jetzt auch erstmal so für sich ganz okay, bis auf so ein paar Details vielleicht bei Bezeichnern oder so. Zu Vorlesungen gibt es vielleicht Buchempfehlungen, hatten wir so eben auch schon mal ein paar Folien vorher, so ähnlich. Dozierende Personen empfehlen zu einer Vorlesung Bücher. Hier gibt es wieder keine Attribute dran, sieht ein bisschen komisch aus. Beim Buch gibt es als Attribute Autor und Titel, als Schlüssel, das so geschickt war, vielleicht schon beim ersten draufgucken auf die eine Sicht. Kann man sich vielleicht nochmal später anschauen. Zum Buch hat ein Erscheinungsjahr und irgendeinen Verlag. Naja, gut. Jedes für sich sieht erstmal vielleicht okay aus, mit ein bisschen kleinen Nachsteuern könnte man das ein bisschen genauer hinkriegen. Wenn man jetzt aber alle zusammen sich anschaut, ein bisschen genauer hinguckt, fallen einem ein paar Sachen auf. Ein paar der Sachen habe ich jetzt schon mal so ein bisschen vorbereitet, aber vielleicht können Sie mal kurz sagen, was Ihnen so auffällt. Alles schick, oder wenn man die drei Sichten jetzt gerade zusammenfassen will, was funktioniert vielleicht nicht so gut? Also mit Sachen, die Ihnen auffallen, meine ich Sachen, die irgendwie vielleicht beim Konsolidieren jetzt besser gelöst werden sollten. Idee? Es fehlen Pfeile. Na ja, gut, das ist vielleicht, das ist eh immer so ein bisschen problematisch, wie man den Bezeichner für die Beziehungstypen wählt, aber einen Pfeil, den ich setze, wird ja immer einen funktionalen Zusammenhang darstellen. Und den wollte dann wahrscheinlich hier jemand beim Modellieren nicht andeuten. Also funktional würde immer bedeuten, dass dann zu 1 Kardinalität dabei ist, darauf, wo ich zeige. Deswegen erstmal nicht so schlimm, ich würde jetzt hier sagen, der Standard-Kardinalitätstyp, der jetzt hier eigentlich immer mitgedacht ist, ist sowas wie N zu M. Also wenn nichts dran steht, gehe ich immer von N zu M aus. Das ist auch wieder Schreibarbeit sparen. Und deswegen bei N zu M würde ich auch keine Pfeile machen. Sobald ein Pfeil dran steht, würde ich immer fragen, okay, ist es jetzt 1 zu 1 oder ist es 1 zu N, aber hier stehen keine Pfeile dran. Sie haben eine Idee? Das ist eine wichtige Beobachtung, weil die Sichten waren ja jetzt natürlich erstmal nicht miteinander verknüpft. Das hat jetzt irgendjemand die Dokumenterstellung modelliert, jemand anders hat die Bibliotheksverwaltung modelliert, ist hier immer nur ein kleiner Ausschnitt, und jemand anders hat die Buchempfehlungen modelliert. Okay, ist aber eine wichtige Beobachtung, dass ein Buch wahrscheinlich auch irgendwie ein Dokument ist, was in der Bibliothek vorrätig sein sollte. Gibt es noch was anderes, was ein Dokument ist? Ja? Masterarbeiten nicht? Sie haben noch keine abgegeben, aber Sie müssen immer mindestens so und so viele Belegexemplare für die Bibliothek abgeben. Gibt es irgendwo in den, falls Sie Ihre Studien- oder Prüfungsordnung mal genau lesen, da steht drin, ich glaube, noch sowas wie 4-mal gedruckt oder so sogar. Und noch, weiß nicht, ob es schon so aktuell ist, habe ich mir jetzt hier auch noch nicht durchgelesen in verschiedenen Dokumenten, aber meistens steht auch noch sowas wie, man muss noch eine CD beilegen, wo das drauf ist. Also falls das noch in der Prüfungsordnung steht, sind Sie dazu auch verpflichtet. Ansonsten bekommen Sie den Laufzettel nicht, dass das alles erledigt ist. Okay, also Masterarbeiten müssen auch in der Bibliothek abgegeben werden. Ja? Mhm. Okay. Sie meinen also, das könnte so ein Ding sein, wo ich unterschiedliche Sachen mit demselben Bezeichner versehen habe. Ja? Man könnte natürlich jetzt überlegen, ob man beim Konsolidieren, wir hatten ja zuletzt so diese Ist- oder Is-Generalisierung, Spezialisierung, dass man sagt, na irgendwie Masterarbeiten, Dissertationen, Bücher sind Dokumente. So ein Dokument hat immer einen Titel, dann brauche ich das eigentlich nicht mehr als Attribut bei Buch, Dissertation oder Masterarbeit zu haben. Das ist so diese Vererbungsidee. Auf sowas sollte man beim Konsolidieren achten. Genau, das ist so eine wichtige Beobachtung. Es gibt Sachen, die sind gleich. Also von ihrer, nicht gleich in dem Sinne, dass sie dasselbe sind, sondern irgendwie Masterarbeiten, Dissertationen, Bücher haben Eigenschaften gemeinsam und eigentlich sind sie alle irgendwie Dokumente, die in der Bibliothek verwaltet werden. Okay. Was fällt Ihnen noch so auf? Ja, ganz hinten?
Ja, Professor, Dozent, könnte man überlegen, ob es quasi dasselbe Ding bezeichnet. Kommt darauf an, ob man sagt, es gibt auch Leute, die Vorlesungen halten und Bücher dafür empfehlen, die nicht Professoren sind. Muss man auf jeden Fall aber darauf auch achten. Klingt schon mal so ein bisschen so ähnlich, ne? Ja. Okay. Ich blende mal ein bisschen was ein. Das haben Sie gerade gesagt. Ich hatte es noch im Hinterkopf. Also da muss man überlegen, ist das hier synonym oder nicht? Wahrscheinlich ist es synonym. Also haben wir das abgehakt. Was anderes hatte ich dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, was als nächstes eingeblendet wird, aber was fällt Ihnen noch so auf, außer diesen Sachen hier? Ich blende Ihnen nochmal was anderes ein, das hier. Studierende, Assistenten, Professoren könnten irgendwie wahrscheinlich alles Uni-Mitglieder sein. Wenn man das jetzt aber so macht mit solchen Ist-Beziehungen, kann man eventuell ein Problem bekommen, wenn man sich dann leitet anschaut. Das sind hier zwei Fragezeichen, zu dem anderen sage ich gleich was, aber wenn man sich leitet anschaut und sagt, Studierende, Assistenten, Professoren, alles Uni-Mitglieder, halt mit wahrscheinlich Studenten haben eine Matrikelnummer, Assistenten, Professoren eine Personalnummer, aber ansonsten haben sie wahrscheinlich irgendwie Namen, Vornamen oder sowas. Also im Prinzip generalisiert Uni-Mitglied sowas wie Student, Assistent, Professor. Jetzt habe ich aber bei leitet, wenn man da genau auf das schaut, wenn ich das generalisiere, das Problem, dass ich wahrscheinlich nicht möchte, dass Studierende Uni-Bibliotheken oder Fakultätsbibliotheken leiten müssen. Falls Sie das wollen, können Sie sich wahrscheinlich für bewerben, aber eigentlich ist es wahrscheinlich ausgeschlossen. Sie sollen ja studieren. Also da muss man beim Konsolidieren dann auch schauen, ob die da anhängenden Beziehungstypen tatsächlich noch Sinn machen. Beim Datum habe ich jetzt hier noch ein Fragezeichen gesetzt, weil man vielleicht da eine Integritätsbedingung noch hätte daneben schreiben müssen, die hier fehlt. Wenn ich so ein Buch entleihe, dann sollte ich da wahrscheinlich immer das aktuelle Datum reinschreiben. Also in dem Tag, an dem ich es entleihe, sollte ich das reinschreiben. Sollte man also darauf achten, dass das Datum nicht irgendwie in der Vergangenheit liegen kann oder so. Also das wäre so eine klassische Integritätsbedingung, dass ich sage, wenn das Buch entliehen wird, dann muss das aktuelle Entleihdatum, also das aktuelle Datum von diesem Tag, da dran geschrieben werden und kein Datum in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Also so ein bisschen eine Einschränkung. In dem Fall ist so eine Integritätsbedingung eine Bedingung, die sagt, bestimmte Werte sind gar nicht zugelassen. Ja, wenn man noch ein bisschen genauer drüber schaut und ein bisschen Zeit sich nehmen, ich habe noch ein paar andere Sachen auf den nächsten, aber wir wollen noch zum nächsten Vorlesungsabschnitt vielleicht, dann würde man noch so ein paar Sachen finden wie Dozent, Professor hatten wir, Unimitglied hatten wir, Leiten hatten wir gerade angesprochen, Entleihungsdatum hatten wir angesprochen, Dissertation, Bücher auch. Ja, dass die Sachen in der Bibliothek verwaltet werden, also das, was hier oben steht, dass das mit denen hier unten in Zusammenhang steht, das braucht man dann irgendwie noch mit diesen Ist-Beziehungen wahrscheinlich. Ja, ich habe jetzt hier noch sowas aufgeschrieben wie erstellt und verfassen, meint ja im Prinzip dieselbe Tätigkeit, ist jetzt also vielleicht ungünstig, dass ich das als zwei verschiedene Beziehungstypen habe. Eigentlich ist es ein Beziehungstyp zwischen jemandem, der was schreibt und jemandem, oder einem Ding, was geschrieben wird. Also vielleicht möchte ich gar nicht mit zwei verschiedenen Bezeichnungen denselben Prozess irgendwie benennen, auch wenn am Ende einmal eine Masterarbeit, einmal eine Dissertation rauskommt. Das könnte ein Problem sein, also so für unterschiedliche Begriffe, die dasselbe bezeichnen sollen. Ein Beispiel. Und ja, dann ist vielleicht noch so ein Problem, dass hier unten Autor und Titel als Schlüssel, wenn ich beides unterstreiche, meine ich beides zusammen, ist der Schlüssel ausgezeichnet habe, wobei in der Bibliotheksverwaltung die Signatur als sozusagen künstlicher Schlüssel eingeführt wurde. Müsste man beim Konsolidieren auch darauf aufpassen, dass man sagt, den Schlüssel, den gibt es eigentlich gar nicht. Autor und Titel zusammen ist nicht der Schlüssel in der Bibliothek, ist immer so eine Nummer der Schlüssel, die Signatur. Wenn eine Masterarbeit eingeliefert wird, dann bekommt die halt auch eine Nummer. Das wäre dann wieder so eine Integritätsbedingung, die man dann irgendwie dran schreibt. Dass das eine Nummer sein muss, die quasi noch nie vergeben ist, die brauche ich nicht dran zu schreiben, weil die habe ich angedeutet durch das Unterstreichen. Damit habe ich gesagt, Schlüssel muss eindeutig sein für jedes Ding. Ja, beim Konsolidieren kann ich also auch nochmal ziemlich viel Zeit verbringen, wenn ich jetzt einen großen Weltausschnitt irgendwie modelliert habe mit verschiedenen Teilmodellierungen oder wir hatten es jetzt hier Sichten genannt, dann ist das Ziel, die alle zu einem großen Modell zusammenzusetzen, da brauche ich auch nochmal viel Zeit und muss mit wahrscheinlich den Leuten, die diese einzelnen Teilmodelle gebaut haben, dann jedes Mal noch ein bisschen länger diskutieren, was sie eigentlich gemeint haben und ob das nicht dasselbe oder doch was anderes ist, als das, was woanders genauso bezeichnet wird. Okay, so viel zum ER-Modellierungskapitel. Also wir waren jetzt quasi beim konzeptuellen Modell. Und wollen jetzt im nächsten Vorlesungsabschnitt, also Sie haben noch irgendwie was Dringendes, was Sie noch dazu loswerden wollen, wollen wir dazu übergehen, aus dem ER-Modell dann mal ein relationales Modell zu machen, was dann jetzt tatsächlich nah, viel näher an den relationalen Datenbanken ist.